Ah, ja, okay. Jetzt haben wir uns gepackt, Alter. So. Jetzt müsstet ihr mich hören. Ja, Mädel. Edelmetal, jetzt wo ich. Alter, das ist schon wieder, weißt du, Timing. meine Streams funktionieren gar nicht mehr ohne dich. Eben ist das Internet abgekackt, dann hatte ich keinen Ton, dann wollte ich was einspielen, aber mein Internet reagiert gar nicht auf X. Das kann also sein, dass ich hier irgendwie mal rausfliege oder so. Ach Dann ja, bist du ab fortan dann bin der ich am Harlekin. Drücker, ja. Ja, Oje. dann schmeißt du den Namen unbasiert auf den Müll und bist Harlekin. Mit 5 Tage die Woche Stream einher und offene Hemden tragen. Du musst auswandern. Ja, all solche Sachen. Ja, Viel auf jeden Aufwand. Fall. Trägst Ja, du dann. eigentlich Kurzarmhemden? Nee, ich bin noch kein kleines Kind. Nee. Außer aber halt. Aber Pong. Moment, das ist ja wieder spiegelverkehrt hier. Nee, ja, geht aber irgendwie. Warte, nee, ich spiegel das nochmal. Das ist ja, da Du komme ich hast ja die selber Hand. Du benutzt einfach die falsche völlig. Hand. Ja, die falsche Hand war es auch. Aber jetzt, wenn ich nach So, rechts gehe, warte. dann geht es nach rechts, weißt du? Ja, bei mir nicht, sonst gucke ich in die andere Richtung. Prost. Pang. Prost, Alter. Was für ein Geräusch macht Jack Glas Daniels auf Cola. Muse? Ja, me too. Haben wir die Debatte wieder angeregt. Ja, meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Die verwöhnt jetzt den Hund mit kraulenden Bewegungen in der Hals- und Schultergegend. Ich habe erst verhöhnt verstanden. Nee, Verhöhnt jetzt den Hund. den Hund verhöhnt sie immer vorm Schlafen gehen, Kann man damit sie mich wieder eigentlich hören? Ich einschläft. habe ja gar nichts getestet vorher. Hörst du Ja, mich? Ich habe doch. das Gefühl, du Ja, hörst mich ja. nicht. Hörst du Doch, mich? Ja, doch. sehr gut. Audio-Output steht bei mir auf Non, aber es funktioniert trotzdem. Warum auch immer. Ja. Never change a running system. So ist es. Es rennt gerade. Und System tut es auch. So, hier haben wir Paxolog. Schön, dass du zuhörst. Metal. Metal. Kein Ton. Aber er hat nochmal später geschrieben, geht. Ja, jetzt. Inzwischen geht es. Ja, das waren tausend Dinge, die zusammengekommen sind. Moin, ihr Hübschen. Sascha, du bist gemutet. Ja, welcher von uns? Ha! Wir sollten unsere Sendung auch einfach Sascha und Sascha nennen oder S und S oder einfach S, nur SS. SS. Einfach SS. Finde ich auch, ja. Obwohl, guck mal. Du bist SASSCHA geschrieben, ne? Ja. Also, ja, genau. Und dann nehmen wir, dann ist einer von uns SA und beim anderen lassen wir das A dann raus und der ist dann SS. Ich glaube, das kommt gut an. Ist dir, ich muss über ein paar Sachen mit dir sprechen. Ich habe was notiert, ich habe dir ja vorher schon gesagt, worüber ich mit dir sprechen will. Also, für alle Zuschauer, Habe ich aber nichts so zu sagen. ja, macht nichts. Der eigentliche Grund, warum wir hier heute eine Zusammenkunft haben, ist, weil wir das Pokern getestet haben, was das Thumbnail auch verrät. Ich persönlich war davon ausgegangen, dass es länger dauert und ihr noch ein bisschen von dem Pokeraufbauspektakel mitbekommt. Aber nö. Aber läuft. Aber läuft. So, und dann habe ich unglaubliche Beobachtungen gemacht von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen direkt aus dem X-Labor. Und ist dir aufgefallen, dass jetzt alle dieses Marvel Hydra-Bild benutzen oder viele tun das. Viele Rechte benutzen das Marvel Hydra-Bild. Ja, Nee. es kann dir auch nicht aufgefallen sein, Ich das denn nicht kenne. ja, aber das haben ganz viele. Aber das Skurrile daran ist, warte, ich blende das mal ein. Ich blende das mal ein und ich will sehen, was dir daran auffällt. Also ich weiß, dass Zahnbürsten verwendet wurden. Ja, das hat irgendwas mit Wähler zu tun. Ja. Boah, ich hatte heute einen harten Twitter-Grind, Alter. Den ganzen Tag auf Twitter. Unter jede Nachricht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, überall drunter gespammt. Abschaffen, Steuern sind Raub. Ah, sehr geil. Großartig. Habe ich mir auch wieder ein paar schöne Trolle eingefangen. War toll. Ja, die braucht Ein, man einer sonst. hat, einer hat gedacht, das war so geil. Ich hatte irgendwas geschrieben mit Steuern sind Raub, genau. Und dann meinte, nee, was, Steuern sind Raub? Ich weiß es nicht mehr. Niemand weiß das. Bin so auch zu aufgeregt hier. Ja, das ist so beim Live. Kannst du das jetzt sehen? Du müsstest das sehen können, ne? Ah ja, das Das, kenne ich, ja. ja, genau. So, die Organisation heißt Hydra. Was fällt dir auf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind sechs Arme. Keine Ahnung, ob die Hydra sechs Arme hat. Nein, die Hydra Weiß ist ich das nicht. Viech mit den vielen Köpfen. Ja, eigentlich ja, ne? Ja, und das ist ja, also ich kann den Boomer-Rechten da keinen Vorwurf machen. Also, aber ich verstehe nicht, was da bei Marvel los ist. Ich muss sagen, ich bin da nicht genug im Comic-Game drin, um zu erklären,
warum das die Hydra ist. Obwohl es offensichtlich ein Oktopus ist. Ja. Vielleicht haben sie sich auch verwechselt mit James Bond, Octopussy oder so, keine Ahnung. Aber das macht keinen Sinn für mich. Und das ist das eine, was mir heute aufgefallen ist. Ich hatte geschrieben, die Linke fordert ja jetzt, dass man 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich kriegt. Dann habe ich nur drunter geschrieben, ich will. Danke, liebe Linke, für den wertvollen Beitrag. Und dann meinte einer, ja, hast du dir das Konzept schon mal angeschaut? Ich so, ja, ist Schwachsinn und autoritär. Und dann ging es los. Wo ist denn das autoritär? Blablabla. Dann ging es hin und her. Und dann habe ich dazu geschrieben, das ist großartig, weil er hat selber gesagt, dass Steuern Raub sind im Prinzip. Woher kommt die staatliche Unterstützung? Aus dem Feenwald? Du musst schon jemanden unter Androhung von Zwang und Gewalt, musst du es ihm schon wegnehmen. Und jetzt sag mir nicht, dass es nicht autoritär ist, sondern peak libertär. Ja? Und dann sagt er, wenn es sich nicht umsetzen wird oder lässt, dann wird es halt nicht umgesetzt. Schön, dass du direkt zu extremen Mitteln greifen möchtest, weil ich gesagt habe, du musst es halt schon jemandem abpressen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich greife zu extremen Mitteln und dann stellt sich dann irgendwann raus, ja, der hält notfalls mit Gewalt, den Leuten Geld wegzunehmen, hält er für ein extremes Mittel. Und daraufhin habe ich ihn dann festgenagelt. Ja, okay, extremes Mittel. Und Staaten machen das die ganze Zeit. Also das ist halt das Grundwesen von so einem Staat. Oder wie er sich finanziert. Er nimmt halt Leuten einfach mit seinem extremen Mittel einfach Geld unter Androhung von Zwang und Gewalt weg. Ja, und dann hat er selber festgestellt, nach der Definition wäre jeder Staat, der Steuern erhebt, autoritär. Und dann habe ich ihm einfach nur gesagt, Treffer. Und dann meinte er nur, nee, jetzt wird es mir zu albern. Ah, ja, klar. Und da habe ich nur geschrieben, ja, albern ist, extreme Mittel einerseits abzulehnen, was er ja gemacht hat, was ja based ist, und andererseits zu verteidigen, weil sonst das Weltbild zusammenbricht. Das ist großartig. Das ist so zu ergehen. Ich habe auch gerade so ein übrigens, Panzer hat kommentiert, wir werden nachher bestimmt nochmal auf die Kommentare eingehen, das war beim letzten Mal irgendwie 3/4 der Sendung und unglaublich lustig. Sorry, aber die Anfrage kam ein bisschen sehr spontan. Ja, das kam auch bei mir und oder bei Unbasiert und meiner Person alles sehr spontan. Ich habe auch tatsächlich nochmal Dave angefragt, ob er mit rein will. Aber der ist noch krank, glaube ich. Und der ist noch krank, genau. Ich habe aber die Episode, die ist ja jetzt auf YouTube raus, der Dave Space mit dir halt als Gast. Mhm. Und der hat mir sehr gut gefallen. Dave in Bestform. Ich konnte wirklich gut lachen. Mhm. Viel, viel Gutes gemacht. Und eins hatte ich noch, Jungbrutal Machtradikal von gestern. Mhm. Vielleicht hast du es mitbekommen. Ich habe ab und zu kommentiert. Und ja. Den einen Aspekt fand ich großartig. Da will ich noch irgendwas mit anstellen. Und zwar, dass die Leute, die liberale Sachen, also jetzt speziell Zelner, bettelt um Bitcoin, eine Währung, die auf Freiheit basiert, die er ja generell erstmal abzulehnen vermag. Das heißt, das ist wieder so ein Doppelmoralkiste bei den Konserven. So, das zeigt halt auch, was das für widerliche Menschen sind. Ne? Weil sie wollen den Bitcoin nicht, weil er freiheitlich ist. Und weil sie dann halt ihrem Gegner nicht antun können, was Zelner gerade frisst. Aber wenn er Zelner jetzt hilft, dann ist der Bitcoin ein legitimes Mittel. Es widert mich an. Ich habe auch heute, das Video ist, glaube ich, schon 3 Tage alt oder so, von irgendeiner AfD-Fraktion, ich glaube NRW oder so, haben die gesagt, ja, hier die Sparkasse, da wurde wohl irgendwie ein Kunde angeschrieben von der Sparkasse, weil der eine Überweisung zur AfD gemacht hat. Und der Kunde hat dann einen Brief bekommen, ja, die AfD ist rechtsextrem, bitte unterlassen Sie sowas. Also so Überweisungen, ne? Geisteskrank auf jeden Fall schon mal. Und da habe ich mir dann auch gedacht so, ja okay, wenn die jetzt all eure Konten quasi ja lahmlegen, indem die sagen, ja, euch darf keiner mehr überweisen, dann müssen die auch irgendwann zu Bitcoin kommen. Dann müssen die irgendwann diesen Wert von Bitcoin auch mal wirklich anerkennen, dass das halt ein Freiheitstool ist. Ne? Ja, aber Freiheit ist ja immer nur so lange gut, wie man selbst die Hoheit hat. In dem Moment, wo jemand anderes mit der Freiheit sich der eigenen Gewalt entziehen kann, ist das ein böses Tool, das Frösche schwul macht. Und das ist abzulehnen. Dann, das fand ich übrigens geil mit der 4-Tage-Woche, weil das wunderbar mit einer News zusammengekommen ist, die ich heute gepostet habe.
Was, wie soll das gehen? Linke will Stress verbieten. Ja. Ja, das sieht dann wahrscheinlich so aus, dass dann irgendwie ein Stresskommissar eingerichtet wird in jeder Firma und der muss dann das Stresslevel irgendwie ermitteln. Das war nicht Plan der Sache. Ah, okay. also ich nehme an, dass man da über den Blutdruck agieren muss, ne? Ich habe keine Ahnung, wie die sich das vorstellen. Kann man Stress im Job einfach verbieten? Allein die Frage schon, ne? Also, Junge, das ist großartig. Ich würde mich ja so freuen, wenn das durchgeht, ne? Also in dem Moment, wo V-Fall ist, wirst du eingezogen, dann bist du beruflich Soldat. Aber Krieg setzt mich unglaublich unter Druck. Da bin ich so gestresst, Alter. Ich kann leider nicht mit an die Front. Mein Stresslevel expandiert hier. Ach, sind die alle albern. So ist es. Ich finde das großartig. Ich meine, die haben echt immer völlig utopische Vorstellungen, ne? Keine Ahnung. Also, man kann ja Hass verbieten, man kann ja Armut verbieten, man kann ja, Profit einfach mal das verbieten. Kacken verbieten und dem Toilettenmonopol mal eins reinwürgen. Ja. Er hat Kim Jong-un hat das ja schon geschafft. War das nicht Il? Das war doch Kim Jong-il. Ah, ja, Kim Jong. Oder gar deren Vater. Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall auch ein Sozialist. Also. Der hat das Kacken aber nicht verboten, der musste halt nur nicht. Nee, er musste nicht, genau. Er hat es für sich selbst schon überwunden, aber für die Bevölkerung noch nicht. Nee, die sind halt noch nicht so weit. Muss ja auch ein Ziel haben, auf das du hinarbeitest. Ja. Ja, aber wenn man dann alles verboten hat, dann ist man im Kommunismus, dann ist man im Utopia. Exakt. Das ist großartig. Achso, den kann man immer noch mal zeigen. Das hier ist übrigens Jan-Dirk Zimmermann. Ach, wieso steht denn mein Mikrofon Kilometer weit weg? Hört mich überhaupt einer? Ja, doch. Jetzt nicht so schlecht. Ja. Das hier ist übrigens Jan-Dirk Zimmermann, der Direktor, der die Polizei gerufen hat, weil ein Mädchen ein Gesinnungsverbrechen begangen hat. Jan-Dirk Zimmermann, Gesicht einprägen, wenn ihn auf der Straße begegnet, einfach mal freundlich abgrüßen, den Kumpel. Kein Gewalt. Nicht, dass der noch Angst um sein Leben hat. So wie die Leute vom RKI. Wusstest du, dass dieser Daumen nach oben hier ein rechtsradikales Symbol ist? Das ist ein Satire-Account, ne? Ach so, ist er das? Ja. Das ist, ja, hier ist zusammen gegen Intoleranz oder so, das ist ein Satire-Account. Es gibt noch so einen ähnlichen, ich glaube, der ist GDP oder so. Den hat auch Markus Krall mal geteilt und sich darüber ausgelassen und er hat es nicht als Satire identifizieren können. Ja, ich auch nicht. Das ist ja gut gemacht und das Skurrile. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Sachen machen, die undenkbar wären. So würde mich diese Timeline jetzt weiß ich, dass Satire ist, aber käme sie morgen realistisch, würde sie mich überraschen? Ja, nee, würde mich nicht überraschen. Ich weiß gar nicht, was die schreiben müssten, damit ich sage, ja, offensichtlich Satire, ne? Die haben doch das Okay hier, haben die doch als White Power identifiziert. Ja. Und wenn du das Okay mit einem Glas Milch machst, dann ist das White Supremacy. Hm. Und die denken sich da Zeug aus, was die Rechten angeblich tun. Ich habe noch keinen gesehen, der das macht, aber genauso, die haben ja mal in der Bitcoin-Szene, haben die ja mal gesagt, hier, also die haben es nicht als Bitcoin-Szene identifiziert, die haben halt überall nur Blitze in den Profilbild oder Profilnamen gesehen und haben gesagt, ja, dieser Blitz steht ja für SS hier, für SS-Rune. Ach so. Statt für Lightning, weißt du? Ja. Die sind so bescheuert einfach. Das ist großartig. Die sehen überall Nazis, überall. Die haben einfach auch unglaublich viel Zeit, die Jungs. Und wo wir gerade bei Lightning sind, das erscheint jetzt habe ich auch wieder meinen normalen Stil hier aufgefahren. Es ist sehr, sehr amüsant. Haben wir noch irgendwas Spezielles gehabt? Da haben ein paar gute Memes von Panzer, die ich geteilt habe. Die zeige ich aber hier nicht, weil er nicht gekommen ist. Nein, Panzer unbedingt auf X folgen, der ist großartig, meine Freunde. Ist das eigentlich gewollt, wenn du mit Panzer streamst, dann streamt Panzer quasi gleichzeitig auf YouTube, ne? Das habe ich nach dem letzten Stream entdeckt. Ich war da ein bisschen verwirrt, weil manche in den Chat reingeschrieben haben und du hast in den Chat eingeblendet und da waren ganz andere Sachen und ich denke, hey, was ist denn hier los? Und dann habe ich jetzt gemerkt, dass ich bei Panzer mitgucke. Ja, genau. Und das ist, ja, also das hat zwei Komponenten. Komponente Nummer eins ist, das erste Four of the Kind ist viel, viel erfolgreicher, als ich dachte, weil fast die Hälfte der Zuschauer hat bei Panzer geguckt. Langfristig.
Und ich hab das tatsächlich auch erst gesehen. Bei Panzer klicke ich immer nur auf Videos, weil der ja normalerweise nicht live geht. Und dann wurde mir aber mein eigener Stream wurde mir vorgeschlagen. Da war ich überrascht und dachte, guckst du dir das mal an. Warum raubkopiert Panzer bei dir? Aber für Four of a Kind ist es gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn quasi ich streame auf JBM, Panzer streamt auf seinem Kanal, du streamst auf deinem, alles parallel. Wir erreichen die Audience und ist eigentlich ganz geil. Ja, dann müsst ihr mich aber bezahlen fürs Organisieren. Nein, passt schon. Das ist, aber vielleicht machen wir es ja demnächst mal auf dem JBM-Kanal oder so. Oder ja. Wenn wir es ganz übertreiben wollen, auf dem Eigentümlich-Frei-Kanal mit 70.000 Abonnenten. Aber ja. da muss ich vorher um Erlaubnis fragen. Ja, nicht so wild. Mucharski ist ja beim nächsten Mal dabei. Stimmt, ja. Und da habe ich gleich mal eine Frage. Welche Frage soll ich denn da stellen? Ich habe nämlich noch gar keine Fragen ausgearbeitet. Weiß ich auch nicht. Chat, komm. An Martin Mucharski. Das ist kein Interview. Das sind, so. Entschuldigung, wie beim ersten Four of the Kind. So zwei, drei Themenfelder irgendwie. Ja, drei exakt. Mhm. Also nutzt mal eure, wie heißt denn das noch? Kommune? Nicht Kommune, ich vergesse immer das Wort. Kollektivistische Schwarmintelligenz und haut mir mal ein paar geile Fragen. Propaganda als Themenfeld, weil Martin ist gelernt in der. Jetzt sage ich irgendwas Falsches, Werbeindustrie, wie nennt sich das? Marketing heißt das. Marketing. Das ist das, was ich studiere. Ich. Ja. Oh, das der hat aber nicht Marketing studiert. Nee, Wirtschaftspsychologie studierst du in der Regel und da hast du den Zweig Marketing. Das ist mein Thema. Nee, ich meine, das wäre schon irgendwas in Richtung Design oder sowas. Aber ich kann nur Falsches sagen, aber in die Richtung kennt er sich aus mit Propaganda, mit Werbung und so. Geil. Ja, dann Mucharski Propagandist. Propagandist. Ja, soll er werden, Alter. Ja, eigentlich schon. Es ist ja das, also Propaganda ist nichts anderes als Werbung von der Politik. Mhm. Und das ist das, was wir als Propaganda bezeichnen. Mucharski Propaganda-Style. Den hatte ich damals aber auch, als das Lied kam. Ach, ist das nicht ganz geil? Ja, ich glaube, das hatten alle politisch Interessierten. Ja, ich glaube auch. Ja, hätten wir damals schon einen Snicklink gehabt, hätten wir es auch in vertont. Ja. Oh, da müssen wir ihn eigentlich nochmal fragen, ob er das nicht nochmal machen kann. Er passt das ja, Kumpel, mit ihm. Ich kann ihn leider nicht anschreiben, weil ich keinen blauen Haken habe. Ich auch nicht. Aber ich habe einen blauen Haken auf Freiheitsfunken auf dem Account und da kann ich ihn auch nicht anschreiben. Also der hat scheinbar PNs auf nur Follower oder nur den er folgt quasi. Moin, worum geht's? Ja, noch alles und nichts. Und, stellt Fragen einfach. Genau, schlag ein Thema vor und dann reden wir darüber. Aber wir brauchen auch noch Fragen für Four of the Kind, Runde 3. Dafür möchte ich werben, das wird am April, 1. April stattfinden. Und Martin Mucharski, Richard Antoine, meine Wenigkeit. Und wen habe ich denn noch da? War es Uta oder Michael? Nee, Werner. Werner ist dabei. Werner ist dabei, weil Naomi das leider nicht schafft, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wobei ich sagen muss, ein bisschen Enttäuschung liegt mir inne, denn sie wollte ja auch ein Interview für Ferngespräch geben und sicherte mir zu, sich bei Panzer zu melden, was leider bis dato noch nicht passiert ist. Ich werde das mal auf die persönlichen Umstände schieben. Ich kenne sie bisher als integere und zuverlässige junge Dame von Welt und hoffe, dass sie das dann bald mal ergibt. Ja. Gut, wir haben Tagesaktuelles. Jetzt hast du ja, nein, nicht ihr, Eigentümlich Freies. Das hat ja diesen spannenden Schreibwettbewerb. Genau, wir haben zwei sogar. Einmal für über 30-Jährige und einmal für unter 30-Jährige. Und zwar haben wir da einmal den Jungautorenwettbewerb. Wenn ich das jetzt in die Kamera halte, wird man es wahrscheinlich genau spiegelverkehrt sehen. Sag ich ja. Ja, weil du unbedingt anstoßen wolltest. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, aber wo kriegen wir sie her? Das wäre der hier, der Jungautorenwettbewerb. Und da findet man auch unter faucherpreis.info. Findet man da alle Informationen, die ich jetzt auch vorlesen könnte. Denn dieses Mal geht es bei dem jungen Autorenwettbewerb um das Thema Libertär ist das neue Sexy. Und worum geht es bei dem Altautorenwettbewerb? Bei dem Altautorenwettbewerb weiß ich gar nicht, haben wir da überhaupt ein Thema vorgegeben? Das weiß ich nicht. Jetzt mal, schreibe ich einfach bei den jungen Autoren mit. Ich schreibe einfach was und tue so, als hätte mein Sohn das geschrieben.
Ja, oder so. Ist auch glaubwürdig. Aber dann wird er zum Jungautorenwettbewerb eingeladen und nicht du. Obwohl, der kann dann ja vielleicht eine Begleitperson mitbringen. Ja, stimmt. Genau. Und der Libertäre Literaturpreis, den findet man unter literaturpreis.info. Ja. Und da... Literaturpreis.info. Genau. Ja. In diesem Jahr bitten wir um eine Kurzgeschichte zum Arbeitsthema Politik ist nicht die Lösung. Ah, guck mal, da kenne ich mich mit aus. Und für den Erwachsenenbeitrag verlangen, das hört sich so autoritär an, 10.000 bis 50.000 Zeichen. Da könnt ihr auch mal auf die Seite gehen, wie gesagt, Faucherpreis.info und Literaturpreis.info. Da gibt es auch die Siegerbeiträge der letzten Jahre. Unter anderem von Jan. Und da kann man sich dann mal ein bisschen reinlesen, was da so an Niveau erwartet wird. Genau. Also 10.000 bis 50.000 und beim Jungautorenwettbewerb waren es, glaube ich, 6.000 bis 8.000. Und da kann man sich halt aussuchen. Man kann auch theoretisch ein Interview mit sich selber führen oder mit einer fiktiven Person oder eine fiktive Person führt ein Interview mit einem selbst oder sonst irgendwas oder ein Roman, Kurzgeschichte oder weiß nicht, irgendwas Fiktionales oder ja. Wann ist denn Einsendeschluss, mein Lieber? Der Einsendeschluss wäre dann am 30. Juni, also Juni. Ah, ist ja noch ein bisschen. Und für beide sogar, genau. 30. Juni. Also ich werde mich bemühen, was für den Senioren-Autoren-Wettbewerb einzureichen. Autorenwettbewerb. Ja, ich werd mir auch vor, das Niveau der anderen gar nicht durchlesen, weil ich das sowieso unterbiete, intellektuell wie im Wort und auch in Satzbildung. Aber wir schauen mal, was dabei rauskommt. Einfach irgendwas Kreatives machen oder so. Mhm. Muss es auch Sinn ergeben, was ich da schreibe? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich kenne die Kriterien nicht, nach denen das nachher bewertet wird. Ich bin selber auch nicht in der Jury oder so. Das sind ein paar Autoren von uns, die dann in der Jury sind. Und ja, die müssen dann entscheiden, was ist hier eigentlich vernünftig abgegeben worden, ja. Ja, das ist cool. Meine Geschichte war nicht intellektuell. Nee, wir haben übrigens, wer sich für die Geschichte von Jan interessiert, denn ich tat es seinerzeit bei seinem ersten Auftritt hier. Damals hieß das Ganze noch Super Freedom Bros, was der zweite Name nach Super Liberty Bros war. Der hielt aber nur 7 Tage an. Und jetzt heißt das Ganze Harlekin, aber ist trotzdem noch in der Live-Sektion zu finden. Irgendwie werdet ihr, ja, das ist ein Bild mit ihm, ja. Ja, ihr werdet ihn erkennen. Und haben wir das Thema mal angeschnitten, weil mich das auch interessiert. Jan hat sich nicht bereit erklärt, mir ein Hörspiel zu schreiben. und dann das nächste. Ja. Warum sind wir heute zusammengekommen des Pokerns wegen? Und das müssen wir bewerben und dafür suche ich den Link raus, während ich hier völlig zusammenhangslos irgendeinen dummen Scheiß laber. Genau. Und tue, als hätte ich den Faden nicht verloren, weil ich mich halt nebenbei. Ich kann auch anderes erzählen ein bisschen, muss. Während du suchst. Also, ja. Ja, wir wollen am grünen Donnerstag, also vor Karfreitag, pokern miteinander auf dem Kanal von Jungbrutal Marktradikal. Da werden wir um 20.30 Uhr vermutlich wieder starten. Brauchst nur nicken, wenn es richtig ist. Das ist dein Kanal, Alter. Ich bin nur da. Ach so. Ja, nee, dann schlage ich 20.30 Uhr vor. Ja. Ja. Dann machen wir das so. Und wir spielen auf poker.now. Und ich weiß nicht, hast du schon alle Teilnehmer zusammen oder können da noch Leute sich bewerben? Ich hab eine Liste in meinem College-Blog angefertigt, den ich dann verloren habe. Und zeitnah wieder suchen muss, aber irgendwo wird er noch rumschweben. Ich weiß, ich bin bei 5 Spielern. Oliver Flash wird ziemlich sicher dabei sein. Mhm. Ich meine, Jan hätte zugesagt. 95%, meine ich, hat er zugesagt. Ja, 95%, ja. Das ist, wenn er jetzt noch absagt, dann werde ich ihn liegen. Wie Jan Kommunist. Der Zimmermann. Ja, und er ist Kommunist. Helikopter wird. Ja, also es werden einige dabei sein. Entschuldigung. Ich könnte ja mal Tax Evaderism von Jungbrutal Marktradikal noch fragen. Der Bock hat. Ja, gerne. Gerne. Also, wie viele Plätze hat der Tisch? Hast du eben darauf geachtet? 8 oder 9 Plätze hat er, ne? Ich glaube 8. 8, ja. Dann gehen wir mal von 8 aus, einfach so spontan.
Und diese 8 Plätze sind zu belegen. Ich gehe davon aus, dass jetzt 5 vergeben sind. Das heißt, 3 Leute, die noch mitspielen wollen, schreiben mich bei X an, schreiben das in die Kommentare unter dieses Video, wenn wir durch sind. Schreiben das nicht bei Jung, Brutal, Marktradikal, weil die lesen das erst Sonntag, dann war es schon gewesen. Ja, dann ist es schon gewesen, ja. so, ja. Jetzt hier, Brutal Marktradikal. Also jetzt wieder spiegelverkehrt, aber das Shop gibt's, das Shirt gibt es im Endcap Store. Uncap.store mit K geschrieben. Ja. Sehr guter Store. Mein Merchandise. Ich komme hier nur hin, um Werbung zu machen. Wobei mit dem Endcap Store habe ich nichts zu tun. Also Achso. Alles gut. Ja, die haben kein Merchandise von mir. Du melde dich bei denen. Ja, vielleicht irgendwann. Die haben von Mises Karma, Freiheitsfunken eigentümlich frei, dann von sich selbst die Marktradikalen, von Canuto haben die, ist ein Bitcoiner, dann Freimütig oder so ist, glaube ich, noch dabei. Also das ist so ein Multi-Brand-Shop quasi. Also da kann jeder mitmachen, mehr oder weniger. Der kriegt dann die Provision quasi ausgezahlt fürs cool. Design. Wie heißt das? Endcap Store? Uncap Store, also ANKAP.store. Store. Noch nicht besuchen, noch ist kein Merch von mir da. Kleiner Scherz am Rande, aber im Grunde ist es so. So, haben wir den Uncap Store auch ausgearbeitet. Pokern haben wir angesprochen. Den Lese- und Schreibwettbewerb ist ja nur ein Schreibwettbewerb. Haben wir auch durch. Lese- und Schreibwettbewerb. Uncap Store, nee, Uncap echt King Store. Ja, cool. Der scheint gut zu laufen. Das freut mich sehr. Ja, dann sind wir durch, ne? Sind wir theoretisch durch. Nee, das, also 45 Minuten würde ich schon gerne machen. Ich habe noch nie. Ja, vielleicht kriegen wir ja noch ein Thema oder so. Ja, hast du das mit den RKI-Files mitgekriegt? Ach, ich habe da so ein bisschen, also ich habe da gar nicht reingeguckt. Ne? Ich sehe halt, dass jetzt auf X alle, oh, wir hatten recht. Und ich denke so, ja, und was wird dabei rauskommen? Ja, nix. Weil am Ende, selbst wenn es rauskommt, dass sie komplett fahrlässig gehandelt haben und so, es gibt halt keinen Straftatbestand dafür. Nein. Und also, wenn es den gäbe. Auf was willst du die anklagen? So, und selbst dann sind immer noch Staatsanwälte weisungsgebunden. Das heißt, selbst wenn ein Staatsanwalt auf die Idee käme, die Leute anzuklagen, weil die einfach 3 Jahre lang ein ganzes Land in Geiselhaft genommen haben, ja, dann ruft Merkel nochmal an. Ach so, nee, Merkel nicht. Dann ruft der Olaf an und sagt, hier, pass mal auf. Nee, der Justizminister muss anrufen. Also der Marco Buschmann, glaube ich, ist das. Ne? Ja, er muss dann anrufen und sagen, liebe Frau Staatsanwältin, lieber Herr Staatsanwalt. Das war's mit der Karriere. Das war's mit der Karriere, genau. Oder ja. Sie stellen das ein. Nee, nicht oder. Allein der Versuch ist, das war alleine der Karriere. Der Versuch ist strafbar. Ja, ja ist so. Du musst ja erziehen. Sonst kommt nachher noch einer auf die Idee und zieht das dann durch, wenn du anfängst, ihm zu drohen. Nein, ja. Das war's mit der Karriere. Ab dafür. Du und Luck, Alter. Das wird es dann geben. Ich finde da geil, wie die ganze Presse darauf reagiert. Der Tagesschau-Faktenfinder hat, der übrigens damals bei der Sprengung von der Nord Stream irgendwas von auf Pflanzenbasis Sprengstoff irgendwie geschrieben hat, der hat jetzt auch geschrieben so, das ist doch gar kein Skandal. So, diese gesamte Politik über die gesamte Zeit war ein Riesenskandal und jetzt kriegen wir quasi schwarz auf weiß, dass wir die ganze Zeit recht hatten. Natürlich ist es ein Skandal. Also, im Nachhinein würdest du Corona ungeschehen machen und die Auswüchse dessen? Oh. Ist schwierig, weil durch Corona auch viel Gutes entstanden ist. So. Also die ganze Bubble im Prinzip, die ich jetzt hier so kenne, unter den Libertären und so, ich weiß nicht, ob ich die kennengelernt hätte ohne Corona. Das sehe ich nämlich auch so. Ich glaube, Corona hat auch dem einen oder anderen, wenn auch nicht vollwertig, aber auch dem einen oder anderen vollwertig, wie zum Beispiel an Dave, der mir das geschildert hat, die sind auch Endcaps geworden, weil sie erkannt haben, was für ein geisteskranker Scheiß das ist, dass so ein paar hirnlose Gestalten, aber selbst wenn sie Hirn hätten, wäre das falsch, eine solche Macht über Menschen ausüben können. Ich weiß nicht. Heute würde ich sagen, ich würde es nicht rückgängig machen. Man muss mal schauen, was das so für die Kinder insgesamt bedeutet. Ich habe ja auf dem Land gewohnt. Ne? Also bei uns, die Kids haben draußen gespielt, wir haben Partys gefeiert, niemanden interessiert. Alter. Aber in der Stadt, wenn du da so eine Einzimmerwohnung hast mit Drunken Daddy und
Depression, Mami, dann kann das schon hart sein. Das ja. kann ich mir durchaus vorstellen. Also definitiv. Ja. Ja, meinen Job hätte ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich meinen alten wahrscheinlich gar nicht gekündigt hätte. Den habe ich ja gekündigt. Ich glaube, es gab noch keine Massentests. Also diese Schnelltests, die waren noch nicht so verbreitet. Aber als die Firma, in der ich gearbeitet habe, die kam dann auf die Idee, so einen Arzt zu jedem Schichtbeginn zu holen, der uns dann quasi Stäbchen in die Nase oder in den Rachen schiebt und dann diesen normalen Labortest dann quasi macht. Ja. Da habe ich gesagt, mache ich nicht mit. Das Quatsch. Ich bin jetzt anderthalb Jahre hier durchs Werk gerannt, nichts ist passiert und jetzt bin ich auf einmal hier der, weiß ich nicht, der Hochinfektiöse, hab Lepra und weiß ich nicht was und Menschen sterben, wenn ich jetzt nicht das Stäbchen reinramme. Ihr könnt mich mal, so nach dem Motto. Und dann haben die sich dann überlegt, ja, was machen wir denn mit dem? Dann haben sie mich erstmal von der Wechselschicht runtergenommen. Ich konnte meinen Job quasi gar nicht mehr machen. Ich war in Stördienst-Elektroniker und haben mich dann von der Wechselschicht runtergenommen auf die Tagschicht, haben mich in so einen 3x3 Meter Raum dann quasi gesperrt, wäre jetzt ein bisschen böse ausgedrückt, aber haben mir den quasi angeboten als Arbeitsplatz, haben mir ab und zu mal ein bisschen Arbeit reingebracht, irgendwas zum Reparieren oder so. Da habe ich dann gesagt, so Junge, kann's echt nicht sein und dann habe ich gekündigt einfach. Ja, das ist krass. Auch diese Testerei am Anfang, es ist faktisch eine invasive Maßnahme. Es geht inside the Körper, Alter. Ja. Und am Anfang durften das Ärzte, dann auf einmal Krankenschwestern, später dann sogar Soldaten und geistig den Soldaten ein bisschen überlegen, aber erst später dazugekommen, Schüler und Kinder bei sich selbst. Mhm. So, invasive medizinische Maßnahmen, Alter. Mhm. Das war schon wieder so eine Veranstaltung, Alter. Ja, ist der Start nicht schön. Ja. War toll. Ja. Haben wir hier aber noch? Ich weiß gar nicht mal, wo wir da letzte drüber gesprochen haben nochmal. Das war sogar bei, ich glaube, das war auch bei JPM auch noch, ja. Ja. Also das werden wir ja nicht vergessen, glaube ich, also diese Zeit. Ich glaube schon, doch. Das, meinst du? Ja, also jetzt Menschen, die sehr freiheitsliebend sind, also selbst mir persönlich ist es ziemlich egal, weil wie gesagt, ich bin davon nicht doll betroffen gewesen. Ich war im Beamtenstatus zu der Zeit. Ich habe dasselbe Geld bekommen, nur dass ich halt nicht zur Arbeit fahren musste. Und da habe ich auch meinen Podcast gestartet. Mhm. Das heißt, ich habe davon mehr Vorteile als Nachteile gehabt. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass Menschen in der Stadt, die da sind ja auch Familien dran zerbrochen und. Also, aber die werden jetzt nicht auf die Idee kommen, dass es ein Fehler ist, dass so eine solche Macht existiert, sondern die werden sagen, jemand anderes muss diese Macht haben. Dann wird alles gut. Dieser Irrglaube, ja. Wie gesagt, schreibt einen Artikel darüber. Ich finde ja immer großartig, dass gerade so, jetzt ist wieder Bashing gegen die AfD, aber. Ja, hau raus, Alter. Gerade die AfD-Fanboys so, ja, hier, unter uns wäre das ganz anders verlaufen, bla. Weißt du, die AfD war die Erste, die geschrien hat. Mach doch mal die Grenzen zu und so ein Scheiß. Also die waren die Ersten, die im Panikmodus waren. Ja, da mag ich den aber tatsächlich noch, da möchte ich den tatsächlich noch, also erstens tatsächlich gute Absichten unterstellen, insofern, dass sie die Grenzen in der Form geschlossen haben wollten, wie sie sie auch heute geschlossen haben wollen. Ja, ja, gut, ja. Aber man hat einfach, ich sag mal, die Ungunst der Stunde versucht zu seinem Vorteil zu nutzen. Später waren die Grenzen dann dazu, nur halt nicht für die AfD aussperren wollte. Ja, ich weiß halt nicht, wenn man dann einmal Maßnahmen ergriffen hätte. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die noch weitere Maßnahmen, ob sie jetzt einen harten Lockdown gemacht hätten oder so, weiß ich nicht, aber vielleicht auch so Maskenpflicht, weil wenn es alle anderen auch machen, ne, ja. Dann, du brauchst eine gute Ausrede, es nicht zu tun, während die ganze Welt im Panikmodus ist und du sagst so, ja, komm, Schwamm drüber. Und dann wären da vielleicht auch die eine oder andere Maßnahme eingeführt worden. Und dann, also ich gehe davon aus, dass es ist halt eine Politikerkrankheit, dass man keine Fehler eingestehen kann und dann nicht sagen kann, so, ja, okay, wir lassen jetzt alles fallen und dann ist wieder gut. Ja, ja, obwohl. Also ich glaube, es wäre nicht so schlimm geworden, aber. Ich glaube auch nicht, zumal wir zu der Zeit noch viel mehr ökonomische Kompetenz innerhalb der Partei hatten. Und man auch die Auswirkungen auf Markt und Lieferketten, gut, auf die Lieferketten hast du jetzt wenig Einfluss, weil die halt global laufen, aber zumindest die Einflüsse auf den Markt hätte man wohl erkannt und vielleicht besser reagiert.
gibt allerdings auch so ein paar Köpfe in der AfD, dem würde ich zutrauen, das heute noch aufrechtzuerhalten, um diverse Dinge durchzusetzen, obwohl das ja eigentlich gar nicht nötig ist. Du kannst ja alles durchsetzen, wie auch immer du willst, ist scheißegal. So, schöne Zeit war das, Corona. Ja, für den einen, für den anderen nicht. Also es war auch für mich keine schöne Zeit, ne? Also es geht ja um um das, was daraus entstanden ist. Das ist ja irgendwie was Gutes, so neuer Job, neuer Bekannten- und Freundeskreis, coole libertäre Bubble, dies, das, auch mit Streamen, Podcasten, hast du nicht gesehen, ist ja alles ganz geil so, ne? Aber währenddessen war halt auch scheiße, ne? Also ich war früher Hardcore-Partygänger, ich war jedes Wochenende mehr oder weniger unterwegs und das war mir dann nicht mehr möglich, weil ich mich ja nicht impfen lassen wollte und auch nicht ständig testen. Und ja, das hat mich schon ein bisschen eingeschränkt. Und dann waren ja noch diese ganz wilden Sachen von wegen, ja, du darfst nur so und so viele Personen in einem Haushalt haben. Und wenn da Ungeimpfte dabei sind, dann dürfen nur 2 oder 3 Personen da sein. Da gab es tatsächlich Situationen, wo ich wo eingeladen war und wo es dann quasi auf der Kippe stand, so von wegen, ja, eigentlich darf ich da nicht hin. So, ja. Und ich weiß auch, die Person, die hätte dann gesagt, nee, du darfst nicht kommen. Und ich glaube, da wäre sogar eine Freundschaft dann dran zerbrochen. Aber einen Tag vorher haben sie dann gesagt, hier, ja, geht jetzt doch. Ein Bekannter von mir hat den Motherfucker-Move gemacht. Der ist 30 geworden, runder Geburtstag. Ja, und sein 20. war legendär und sein 30. auch. Und der hat gesagt, ihr schenkt mir nichts. Nichts, ihr bringt nichts zu trinken mit. Was ihr macht, ihr ändert eure Meldeadresse. Ihr wohnt jetzt hier. Das Haus war bumsvoll, Alter. Die Bullen kamen. Alle gesagt, wir wohnen hier, check Meldeadresse, fickt euch und verpisst euch, ihr Missgeburten. Hast du echt gemacht? Ja, haben wir gemacht. Wie geil. Da waren fünf, sechs Leute, die hatten die Meldeadresse nicht, aber die sind nicht alle durchgegangen. Und geilste Idee, ich wäre da nicht drauf gekommen. Ne? Großartig. Der hat halt auch richtig was im Kopf und das war halt auch wieder so Staatszersetzung und so, weißt du, ihr habt dumme Regeln, aber es gibt Mittel und Wege, fickt euch einfach. Ihr seid behindert, Alter. Ja, viele haben auch Mittel und Wege gefunden. Also wir waren auch während der Corona-Zeit mal in der Kneipe und da wurde dann auch im Restaurant, da wurde dann auch kein Impfausweis verlangt und so. Da wusste man vorher schon, die sind nicht bekloppt, die vergrauen sich nicht ihre Kunden, indem sie nach Impfausweisen fragen und so. Ja. Und auch Kneipe, die gibt es jetzt nicht mehr, aber ich wohne ja in NRW und da ist ja Rauchen verboten in Kneipen. Wir hatten sogar eine Kneipe, da wurde regelmäßig geraucht. Also, ja. Naja. Kino also auch. Man findet schon so seine Wege und so. Ins Kino bist du reingegangen und sobald das Licht aus war, hat dich keiner mehr gesehen. So, du hast die Masken, niemand hat deine Maske auf. Aber das ist halt die geisteskranke Umsetzung vom Staat. Dem ist das egal. Die verstehen ja auch gar nicht, dass niemand ins Kino gehen will und da 2,5 Stunden mit einer Maske und sich die 3D-Brille vollhauchen will. Das bedeutet nicht. Das ist denen egal. So. Mal abgesehen davon, dass sie es ja auch nicht wollten. Wir erinnern uns an die großartige Feier bei den Grünen zum Beispiel. Was hatten die noch? Stimmt, ja. Was hatten die da noch gehört? Hier mit Slap the Hole Down, Alter. Jump Around. Jump Around ist das. Alter. Ah ja, ja. Ja, ja. Ey, Junge, ey. Das war auch schöne Doppelmoral, ey. Das ist halt grün gewesen. Ja, die FDP hat sich da ja auch einen Namen gemacht. Eigentlich alle Parteien, ja. Es ist halt auch überhaupt nicht. Ich finde das. Ich liebe es. Es ist halt für mich Zucker so. Auch wenn ich jetzt auf X gucke und ich sehe die ganzen. In der Regel sind es ja eher rechte Etatisten, die dann ganz schockiert feststellen: Oh, wir haben alle recht und das ist jetzt rausgekommen. Warum passiert denn nichts? Oh, wir sind alle so überrascht. Na ja, gut. Da wird ja nichts passieren. Keine Ahnung, da muss man denen die Hoffnung nehmen. Ne? Ja, das ist, aber der Etatist glaubt ja noch, dass was passieren könnte. Aber wenn da auch nur ansatzweise der Sinn zustünde, dann wäre das schon vor vier Jahren passiert. Ne? Ja. Passiert halt nichts. Es gibt einen Grund, warum wir Menschen aufnehmen können mit einem Flüchtlingsstatus, obwohl sie über sichere Drittländer kommen. Obwohl wir das nicht dürfen. Es ist einfach nur albern. Einfach nur albern. Weiß ich, wie man so staatsgläubig sein kann. Und das nach allem, was passiert ist. So. Was müssen die haben? Was brauchen die? Gulags? Ja, keine Ahnung. Es ist einfach nur, selbst wenn sie hier ungeimpften Gulags aufgebaut hätten, hätten sie auch nachher gesagt, ja, wir hätten nur den richtigen Führer gebraucht hier. Also AfD oder sowas. Ja, ja.
Mit richtigen Führer meine ich jetzt nicht den Führer, sondern, ne? Schon klar, ne? Richtigen Herrscher. Ja. Ja, genau, den richtigen Herrscher oder richtigen Anführer oder was auch immer. Dann wäre das nicht ja, passiert. Ne? Anführer und Herrscher ist was anderes. Ja, okay, das stimmt. Mhm. Ja, aber sehr. Aber hier der Onkel Michel hat im Chat geschrieben: kranke C-Zeit, Freunde in Anführungszeichen verloren, aber Endcap geworden. Ja, based. Ja. Hast du wenigstens neue Freunde unter den Endcaps gefunden? Weil sonst spreche ich einfach mal eine Einladung aus. Gehst du auf den Discord, steuernsindrauch.com, dann gucken wir mal, libertäres Silvester, kommst du mal vorbei? Ja, ich habe es mir für nächstes Jahr tatsächlich auch vorgenommen, mal vorbei. Ja, cool. Will aber überhaupt nichts versprechen. Ne? Ich habe Kinder und wohnen in einem ganz anderen Land. Aber trotzdem. Aktuell wird mein Nachbarhaus gerade verkauft. Ich hoffe, da sind nicht so empfindliche Nachbarn, die dann da einziehen. Weil Silvester geht ja schon immer lang und laut und. Ja, aber es ist Silvester. Ja, ja. Also, was für eine Mist, ja, guter Ruf, wenn Silvester wie Wut. Es ist relativ ländlich hier. Also da könnte schon jemand kommen, der sagt so: Ah, oh, nee, ich will ja meine Ruhe haben an Silvester um 12 Uhr. So. Ich bete gerade, dass der Anzeigenhauptmeister dein Nachbar ist. Ja, Junge! Ja, ey, wenn der Anzeigenhauptmeister da einzieht, Junge, dann hole ich den selber rüber einfach so. Dann, pass mal auf, kontrolliere hier mal alles so, dann ist der beschäftigt. Ja, herrlich. Guck mal, einfach mal die Vorstellung. Er ist jetzt zum Endcap geworden. Und steckt jetzt die ein oder andere Dublone in Bitcoin. Gleich, ich gehe da gleich drauf ein. Steckt jetzt die ein oder andere Dublone in Bitcoin. Und es kann gut sein, dass du dann im Endergebnis, dadurch, dass du Endcap geworden bist, irgendwie dich tiefer mit Bitcoin beschäftigt hast, Bitcoin gekauft hast und eines Tages mal im Wohlstand leben wirst oder Wohlstand an deine Nachkommen vererbst und das nur wegen dem großen C. Wirst nachher noch sagen, danke, Mama Merkel. Natürlich. Ja, ist möglich. Ja. War neulich bei eurem Stammtisch. Hm. Ja, das wundert mich jetzt schon, dass ein Stammtisch-Mensch hier ist. Aber ich habe jetzt für Onkel Michel habe ich jetzt kein Gesicht vor Augen. So. Aber ich bin, cool. Ich bin die allabendliche Instanz für Endcaps. Und natürlich ist echt so. Ja. Es ist halt auch total geil. So, du kannst jeden Abend 20.30 Uhr oder so kannst du mal einschalten und irgendein cooles Thema wird, auch wenn es nicht politisch ist. Ne? Und gerade wenn es nicht politisch ist, ist eigentlich auch cool. Tun wir mal nicht so, als wenn hier jeden Abend hochkarätige Unterhaltung laufen würde. Ich finde das eine gute Unterhaltung. Also wenn ich nicht hier bin, gucke ich nicht. Auch nicht immer, manchmal dann auch zeitversetzt am nächsten Morgen irgendwie auf der Fahrt zur Arbeit oder so, aber ja. Almans kommen auch aus dem Norden. Ja, geil. Cool. Und wieso die auf dem Norden? Der aus dem. Achso. Ach, ja, das ist ja völlig Wahnsinn eigentlich. Ne? Also bei uns kommen ja Leute aus dem Norden dann zum Stammtisch nach Grevenbruch, ja. Das ist Nordrhein-Westfalen bei Düsseldorf. Ja. Und auch aus Bayern. Also so. Und aus der Schweiz. Wobei, die waren nicht beim Stammtisch, aber beim libertären Silvester. Also. Bei der Bundeswehr ist es so, wenn du da in die Vereidigung gehst, dann bekommen die Eltern, die weiteste Anreise zur Vereidigung ihres Sohnes hatten, immerhin ist er jetzt bereit, sein Leben für die Herrscher zu geben, die Eltern bekommen dort einen Blumenstrauß, ein adäquater Tausch gegen den Nachwuchs, wie ich finde. Und natürlich nur die am weitesten gefahren sind. Und sollte ich auch mal da sein, komme ich aus Bulgarien und ich erwarte ein paar Flowers, Alter. Wer kommt vom weitesten hier? Ja, ich komme aus Bulgarien. Wer kann das überwinden? Mhm. Ja, wäre schon geil. Extra einen Flug gechartert, Alter. Ja, muss Bitcoin noch ein bisschen abgehen, dann komme ich mit der Privatmaschine. Sieht schlecht aus. Was ja besser ist. Mit dem Helikopter natürlich dann, ne? Die sind unglaublich langsam. Aber ja. Es gibt kein Meer zwischen Bulgarien und uns, oder? Also wenn du jetzt... Das Schwarze Meer ist da vorne. Wenn ich will, kann ich kurz... Stimmt, klar. Hebst du ab, schmeißt einen Kommi raus und fliegst dann nach Deutschland. Ja, muss nur erstmal einen Kommi finden. Die hatten ja so lange Kombis, dass die ziemlich base sind. Was die ja, Menschen stimmt. Ja, die sind geimpft quasi. Ja. Ich bin auch dafür, dass sie nicht alle kommunistischen Altbauten abreißen. Einiges sollte auch als Mahnmal stehen bleiben. Mhm. Damit die Leute... Das ist so herrlich, wenn du hier die Strandpromenade lang gehst, guckst du so ein frisches Hotel, frisches Wohnhaus, Apartments, alles beautiful. Und dann ist da so ein kommunistischer Block, Alter. Und ich frage mich manchmal, wie Leute sich denken,
Das ist es so. Das ist alles hier eklig, aber das da, dieser kommunistische Block. Frag mal Objektivisten, ist objektiv schön. Klar. nicht mal Objektophile würden sich darin verlieben. Aber wobei ich glaube, nicht alle Objektivisten da zustimmen würden. Ich war mal bei Liberty Rising, um Liberty Sunrise, und da gab es auch einen Vortrag über Architektur. Und ich weiß gar nicht, ob der Objektivist war, der den Vortrag gehalten hat, aber der hat so die Betonbauten so ein bisschen außen vor gelassen. So, das sind keine libertären Bauten. Da geht es ja irgendwie um Funktion vor Design, und Liberté wäre dann Design vor Funktion oder so, keine Ahnung. Das ist die Konservativen haben irgendwie so einen Riesenhang zur Architektur. Ich glaube, die meisten verstehen nichts davon, aber die haben gehört, jetzt heute ist scheiße. Aber ich finde diese neuen Häuser gar nicht so hässlich. Also ich mag alle. Die tatsächlich so eckig mit so einem Überstand und so, und dann oben so eine hölzerne Fassade, unten so eine Schieferplatten ähnliche Anthrazitfassade. Ich mag das gerne sehen, mit den großen Glasfronten und so. Ich finde das angenehm, aber die tun immer so, als würden sie uns da einen kommunistischen Bau hinsetzen. Das ist aber nicht der Fall. Die Dinger sehen eigentlich gut aus. Ist natürlich so. Hier bei uns hier in der Nachbarschaft, da wurde auch so ein größerer, ich glaube, es war in so ein 60er Jahre, auch mehr oder weniger Plattenbau, aber verklinkert. Und da wurde jetzt auch Dämmung aufgebracht und so. Und da habe ich dann schon gedacht, so, ey, nachher ist das so voll der hässliche Klotz, eine Farbe und so. Aber die haben sogar die Fassade schön hingekriegt. Unten der Absatz ist, nennt sich das, glaube ich, auch schön verklinkert. Und dann haben die quasi die gesamte Fassade haben die gespachtelt und dann wie mit so einer Fliesenkelle quasi abgezogen. Super geile Struktur, schöne Farbe. Haben die echt top gemacht. Sieht gut aus. Ja. Hier ganz witzig nochmal. So ein kleiner Trend aus Bulgarien. Du brauchst hier keine Baugenehmigung, wenn du nur ein Fundament gießt und darauf diese Seekontainer stellst. Und jetzt bauen sich hier alle Häuser aus Seekontainer. Ja, mal abgesehen von den Hotels, die werden natürlich noch, und die sehen so geil aus. Hier, wenn ich die Straße runterfahre, auch direkt mehr Blick. Das sind diese etwas längeren, keine Ahnung, wie viel Fuß die sind. Und darauf sind nochmal die längeren, nur mit dem Überstand. Die werden dann von so ein paar Metallpfeilern gehalten. Und da haben die eine Glasfassade hingebaut, direkter Blick zum Meer. Und hinten, wo dann dieser Überstand ist, da ist ein Balkon. Das sieht fantastisch aus. Und keine Baugenehmigung, Alter. Das ist einfach so ein richtiger Mittelfinger an den Staat. Wusstest du, in Deutschland brauchst du für Tiny Houses die am Wassernetz angeschlossen sind. Also du kannst ja so ein Tiny House als Anhänger machen quasi. Kannst ja überall hinstellen, wenn du willst, theoretisch. Aber sobald du da einen Wasseranschluss hast oder einen Stromanschluss, brauchst du eine Baugenehmigung. Völlig geisteskrank. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Irgendwann hatten wir das mal hier in der Kommentarspalte. Und da haben die mir das auch gesagt. Die haben alle gesagt, oh, jetzt habe ich Tiny House, jetzt große Freiheit und so. Ja, hab ich auch gedacht, so ey, ich kaufe mir ein Tiny House und dann reise ich erstmal komplett durch Deutschland, also als ich noch arbeitslos war, in Anführungszeichen arbeitslos. Aber dann habe ich mich mal informiert. So. Dann habe ich mir erstmal schöne Tiny Houses angeguckt, wie die Leute das gebaut haben und so. Dachte so, ey, geil, mache ich. Und dann, ja, Baugenehmigung. Ich so, Junge, ihr wollt mich doch verarschen. Ich meine, gut, wenn du sowieso mobil unterwegs bist und auf Campingplätzen oder so, dann geht das. Aber wenn du den dann irgendwo mal fest hinstellen möchtest für ein paar Wochen oder für ein paar Monate und dann auch Wasseranschluss haben willst und so, da ficken sie dich dann. Ach, Deutschland ist so behindert, Alter. Ist wirklich behindert. Ich habe gestern übrigens meine Space-Offensive gestartet. Ich habe jetzt angefangen, in Spaces zu nerven. Wollte ich noch einladen, ist mir eingefallen, ist ja Sonntag, Alter. Kann ich dich natürlich nicht mit reinholen. Ich glaube aber, das ist ganz gut gelaufen. Bin ab und zu mal aus der Haut gefahren, weil die Leute echt dumme Sachen gesagt haben. Aber prinzipiell, glaube ich, habe ich die Standpunkte gut vertreten. Das ist ja immer schwierig, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Wir müssen ja immer bei Adam und Eva anfangen, damit die überhaupt verstehen, was wir gerade sagen. Ne? Das ist ja wie bei dem einen Typen, wo ich eben gesagt habe, der hat gar nicht verstanden, dass er Steuern sind Raub gesagt hat. Und hat es danach noch dementiert. Also nicht dementiert, aber es wurde ihm zu affig. Irgendwie. Ja, mein Liebling gestern war, ich kann das jetzt nicht Wort für Wort wiedergeben, Privatunternehmen werden dann Monopole, die werden immer größer, die werden dann Monopole. Ich sage, nimm mir eins. Gab viele. Ich sage, okay,
dann nenne ich dir jetzt den Unterschied zwischen einem Monopol und einem staatlichen Monopol. Das Privatmonopol kann ich ja nicht zwingen, die Leistung zu erwerben. Ist also immer noch besser. Mhm. Und dann dreht der durch, Alter. Und tut so, als hätte ich ihn beleidigt oder so. Die können das nicht ab, ne? Die hassen ja, das ist Erkenntnisangst oder so, keine Ahnung, Weltbildzerstörung. Ja, ich meine, beides ist mein Ziel, aber ja. Ich finde das, also ich habe ja, wer die alten Folgen kennt, ich habe ja mit Kevin oft diskutiert und Panzer kennt ihn. Kevin hat ein Arschloch gehen, das habe ich auch. Und wenn du was Falsches sagst und der hat dich bei den Eiern, dann kaut er so lange auf deinen Eiern rum, bis du sagst, ja, du hattest recht. So, und ich hab da keine Schmerzen mit. Wenn ich mich irre, sage ich, ja, ich irre mich. Ja, ich glaube, auch der Chat hat mich schon häufiger mal korrigiert. So, es gibt Leute, die können das nicht. Die können nicht sagen, da lag ich falsch. Da hast du recht. Oder das ist plausibel. Ja. Ja, ja, das ist schade eigentlich. So schade. Ja. Ja. Trotzdem, jeder, der sich gerne austauscht und Trottel oder Unwissende gerne verhöhnt oder aufklärt, X-Spaces sind da das Mittel der Wahl, auch wenn es traurig ist, dass der Mann, der Raketen um die Erde schickt, noch nicht in der Lage ist, das Ding auf dem Desktop funktional zu machen. So, hier haben wir noch was. Es macht auch viel aus, ob die Häuser in einem Ort insgesamt zusammenpassen und vor allem, wenn natürliche Materialien verwendest, sieht es oft schon dadurch besser aus. Dadurch besser aus. Ja, wie gesagt, das ist subjektive Eigenwahrnehmung. Ne? Wir erinnern uns an die Talkshows in den 90ern. Das, was da begehrenswertes Fleisch war, würde ich nicht mal mit dem Stock ficken, Alter. Die hielten das aber wirklich für etwas, das gut aussieht. Ich weiß nicht, vielleicht mag ich einfach die modernen Sachen. Also, aber ich verstehe den Impuls, ja. Also ich finde halt, gerade so bei den Konserven, die halten ja dann auch an so Sachen fest wie Denkmalschutz und so ein Kram, ne? Ah. Das ist halt, weiß ich nicht. Also gerade jetzt in der heutigen Zeit, so, dann hast du Denkmalschutz und dann musst du trotzdem irgendwie energetisch dämmen und so, dann kannst du es wieder nur innen machen und dies, das und das ist alles. Ja, vor allen Dingen die Sanierung ist, also oder die Renovierung instandhalten, du musst halt diese alten Materialien verwenden. Das ist unglaublich preisaufwendig. Keiner, der bei gesundem Verstand ist, kauft sich ein Haus, das unter Denkmalschutz steht, außer wirklich sehr, sehr viele Euros zu viel. Aber wie oft ist das der Fall? Also ich prophezeie hier... Das ist ziemlich oft der Fall. Also ja? Denkmalschutz ist nicht so selten, wie man denkt. Also da gibt es ganze Stadtteile, die stehen mehr oder weniger unter Denkmalschutz. Jetzt nicht hier in Griffenbruch, aber ich glaube Münster oder so gibt es einen ziemlich großen Teil, der da irgendwie unter Denkmalschutz steht oder so. Da kannst du quasi gar nichts machen. Also. Geil, Alter. Ja, du hast es jetzt gekauft, das ist dein Besitz, stehst im Grundbuch, zahlst aber bitte weiterhin Miete in Form von Grundsteuer und wenn du was machen willst, fragst, aber ich sag dir, dass du nicht darfst. Also du bist faktisch nicht der Eigentümer. Du bist einfach so doll nicht der Eigentümer, Alter. Das verstehen die Linken ja auch immer nicht. Ne? Nee. Sobald dir irgendwer da reinreden darf, legal, und dir vorschreiben darf, was du mit deinem Haus zu tun und zu lassen hast, was du mit deiner Firma zu tun und zu lassen hast, was du mit deinem Personal zu tun und zu lassen hast. Ja, okay, man ist auch nicht Eigentümer vom Personal, aber von der Firma dann in dem Sinne. Und du bist halt nicht der Eigentümer, wenn du nicht die letzte Entscheidungsgewalt hast. Nein. Es ist halt so. Du bist kein Eigentümer. Es ist alles vier Eigentum, was wir haben hier. Ja, selbst, ja, aber nehmen wir an, du könntest machen, was du willst. Ich meine, das wäre ja auch in der Anarchie begrenzt, ne? Ja, klar. Wenn du Grundstück an Grundstück legst, du kannst dir keinen Wachturm bauen von 20 Meter und den Nachbarn den Schatten nehmen, die Sonne. Ja, ja, das kannst du nicht bauen, das ist eine Wertminderung. Das würde sich vertraglich regeln. Aber stell dir mal vor, du willst diesen Wachturm bauen und einigst dich mit deinen Nachbarn, sagst denen, ey, pass auf, ich gebe euch jeden 2 Bitcoin und dann darf ich das Ding bauen. und alle sagen ja und wir unterschreiben den Vertrag und alles ist gut, da geht das ja. Aber sobald der Staat, also ich könnte mich jetzt mit meinen Nachbarn absprechen und sagen, ich hätte gerne rosarote Dachziegel. Und alle meine Nachbarn sagen, ja, ist okay, geil, gib mir den Bitcoin. Und dann beantrage ich die Baugenehmigung und kriege eine Absage, weil rosa Dachziegel gehen halt gar nicht. Also Rainbow kommt wahrscheinlich mit durch. Rainbow Dachziegel. Ja, stimmt, ja. Da komme ich damit durch.
Ach, ich meine, die Dachziegelfarbe ist egal, da muss Solar rauf. Ja, also, war jetzt auch nur ein Beispiel. Ne? Ja, nee, ich verstehe den Aspekt, das ist eine Frechheit. Aber selbst wenn das alles nicht wäre, hättest du ja immer noch die Enteignung im Grundgesetz. Und damit ist es wieder nicht deins. Ja. Und du hast auch nicht die Möglichkeit, dich vor der Enteignung zu schützen, weil du darfst ja auch auf deinem Grund nicht haben, was du willst. Also normalerweise, wenn es... Also früher als Kind, naiv, unwissend, da war es für mich so, ich kaufe Land, ein Haus, ein Grundstück. Dieses Grundstück müsste nach meinem normalen Verständnis müsste staatsfreie Zone sein. Ja. Mehr oder weniger. So. Aber so ist es leider nicht. Jetzt regieren sie bis in den Heizungskeller. Was auch Zeit wurde. Ja, ich hoffe, die Regierung kann gerne in meinen Heizungskeller gehen, dann mache ich oben zu und dann ist gut. Aber ja. Ja, der Geruch stört dann auch wieder. Ja. Ich hoffe, diese Smart Meter haben auch Mikrofone und Kameras, sonst lohnt sich das gar nicht. Musst du nachher in drei Jahren. Ich habe jetzt auch einen Smart Meter. Ist gar nicht so smart. Nee, das Einzige, was es hat, ist eine digitale Anzeige statt der anderen, also statt dem Zählwerk. Aber die Zähleruhr konntest du noch gut manipulieren. Das war immer relativ problemlos. Ich habe gehört, bei den Neuern ist das komplexer und die machen dann wohl auch eine Störmeldung, wenn du daran gehst. Kann gut sein, aber greif's halt einfach vor dem Zähler ab. Das ist den Tipp vom Elektriker geben. Ich mache das übrigens nicht, also bevor jetzt jemand meint, die Cops hier hinschicken zu müssen. Ja, unironisch. Ich verhalte mich ja wie der liebste und netzte Bürger. So, ich mache ja überhaupt, also das ist jetzt kein Gelaber. Ich mache nichts Illegales, außer, weiß ich nicht, manche Beleidigungen vielleicht, die könnten vielleicht dann doch strafbar sein, aber ansonsten mache ich überhaupt nichts Illegales. Also ich zahle meine Steuern und halte mich an alles, was der Staat mir vorschreibt, weil ich will halt keinen Stress mit dem haben. Ne? Wenn die dich einmal um Kika haben. Ich glaube aber nicht, dass du dich an alles hältst, was der Staat dir vorschreibt. Ich weiß nicht, ich werde es mal googeln, mal gucken. Wenn ich es schnell rausbekomme, gib mal eine Wette ab. Wie viele Gesetze hat Deutschland? Boah, nur Strafgesetz oder alles andere auch? Ich schreibe, wie viele Gesetze hat Deutschland? Wie viele Gesetze hat Deutschland? 12.000. Scheint mir zu wenig. Ja, ist glaube ich zu wenig. Ich sage über 20. Ich guck mal. Im Jahr 2022 insgesamt 1773 Bundesgesetze und 50.738 Paragraphen. Und 2795 Bundesrechtsverordnungen mit 42.590 Paragraphen. Also ja, Gesetze kannst du sagen, sind 1773, aber die sind dann ja in Paragraphen aufgeteilt. Ja. Meine Formulierung war nicht gut, aber... Das Strafgesetzbuch wird ja wahrscheinlich ein Strafgesetz sein, denke ich mal. Und dann gibt es dann die Paragraphen, oder? Ja, genau. Weiß ich nicht, wie die erst zählen. 50.738 Paragraphen, die kennst du nicht alle, du wirst... Ja, nee, kann man nicht alle kennen. Irgendwann als Jugendlicher habe ich mal bei TAF gesehen, war das Bayern oder so, da soll Grillen nur dreimal im Jahr erlaubt sein, auf dem Balkon oder so. Mhm. Also ich meine, abgesehen davon, dass Grillen auf dem Balkon irgendwie ziemlich skurril ist, ich meine, ich habe das Weihnachten gemacht, das macht keinen Spaß. Ja. Aber ansonsten, wer grillt denn auf dem Balkon, Alter? Na gut, scheinbar dann, genug, um es in ein Gesetz zu packen. Dafür brauchst du nicht genug. Aber das ist halt auch so eine Sache. Keine Ahnung, stört dich der Grillgeruch, mach halt das Fenster zu. Oder geh runter und sag, ey, ja, der Grillgeruch, gib mir mal eine Wurst hier. Ja. So, keine Ahnung. Dann sagt er wahrscheinlich noch, ja, okay, komm rein, kriegst auch noch ein Bier. Oder so. Ja. Dann setzt man sich halt das zusammen und dann ist es doch gut. Meine Güte. Es ist... Also meiner Meinung nach obliegt das dem Vermieter. Also das wirst du ja auch sehen. Ja. So, der Vermieter sagt, ja, auf dem Balkon grillen ist klar, aber nebel den Typen über dir nicht dreimal die Woche zu oder so. Das kann man so festlegen. Und dann kann ich mich entscheiden, will ich in einem Haus leben, wo ich halt jeden Tag grillen kann, aber auch jeden Tag Grillgeruch abbekommen kann, oder will ich das eben nicht? Eben, ja. Es kann nicht so schwer sein. Aber naja, der Staat... Heute ziehen die Leute in Wohnungen ein, informieren sich überhaupt nicht, was ist da überhaupt Ambach, wer sind die Nachbarn, was passiert da. Und sobald das erste Problem auftritt, sind die vorm Gericht. Mhm. Statt mal irgendwie eine einvernehmliche Lösung irgendwie zu finden für alle. Jörg Meuthen hatte mal
einen wunderbaren Vortrag darüber gehalten, was EU-Gesetze sind. Da hat er seinen Klassiker mit der Füllmenge vom Kondom. Also utopisch, das ejakuliert ein Pferd nicht. Na gut, muss aber jeden Fall abdecken, ja. Ey, wer weiß. Was hat er noch? 156 Regeln für Kopfkissen, Alter. 156 Regeln für Kopfkissen? Nur EU-Ebene. Ich würde mich nicht wundern, wenn Deutschland da auch noch ein paar. Es ist echt. Also, wenn ich mir eine Regel für ein Kopfkissen ausdenken müsste, würde ich sagen: Das ist aus Stoff, gefüllt mit irgendwas und hat einen Reißverschluss oder so. Keine Ahnung. Ich finde nicht, dass ein Kopfkissen einen Reißverschluss haben muss. Ja, gut. Ja, haben meine auch nicht. Nee. Muss auch nicht gefüllt sein. Also, meine Frau hat irgendwie so ein, ich glaube, das ist ein Schaumstoff-Kopfkissen. Das ist ja gar keine Regel dafür festlegen. Sollen die Leute doch Kopfkissen bauen? Wie soll es Kopfkissen-Innovationen geben, wenn alles jetzt schon festgeschrieben ist, wie beim USB-C-Standard? Ja. Wenn jetzt jemand einen neuen Stecker macht, ja, dann kann er das nie in sein Handy einbauen, weil USB-C ist vorgeschrieben. Ja, es wird soweit kommen, dass die Smartphones in Europa teurer werden. Da hast du dann den USB-C-Anschluss und den aktuellen des Herstellers, der präferiert wird. Und stimmt, der dann halt auch besser ist. Ja, aber dann musst du ja, gibt's halt in keinem anderen Bereich auf der Welt, wo die Leute so dämlich sind. Mhm. Und das wird passieren. So. Und bei den Kopfkissen, ja, und wenn einer seine Kopfkissen mit Ziegelsteinen füllt, dann soll er das machen. Das kauft ja halt keiner. Ja. Der wird dann schon aussortiert werden. Die Leute sind ja nicht so dumm und schmeißen sich auf eine Ziegelsteinmatratze. Niemand ist so dumm. Und wenn, dann hat er es verdient, Alter. Ja, das ist halt echt so. Ja, ja, die haben echt irgendwie, also ich habe das Gefühl, die denken, wir wären irgendwie Kinder, die nicht selber entscheiden können, was sie sich jetzt genau kaufen oder so. Oder wo sie investieren oder sonst irgendwas. Ne? Also. Ich erinnere mich, Michael Werner war mit Uta Mann in Brüssel, muss viele Jahre her sein. Das war bei Oliver Flash auf dem Kanal. Und da hat er erzählt, die waren da halt in diesem EU-Gebäude da in Brüssel. Und er sagt, er kann sich schon vorstellen, dass die Leute, die kommen hier an und kriegen viel Geld, so, also wenn man es wirklich gut meint, und die denken dann, jetzt irgendwas muss ich hier ja machen. So, und die machen ja. Und dann schreiben die was aus. Aber es wäre gut, wenn sie nichts tun, ne? Ich meine, etwas rückgängig machen ist ja auch was machen, ja, aber da auf die Idee kommen sie halt nicht. Deshalb machen sie halt irgendwas Neues, Alter. Eine Verordnung davon, wie groß Cornflakes sein dürfen oder so. Und es kann sein, dass es dadurch entsteht. Vielleicht sind sie auch einfach, ich sag ja immer, bösartig und dumm. Aber Control-Freaks oder sowas, keine Ahnung. Ja, das kann sein. Ich glaube, man muss schon ein bisschen Control-Freak sein, um in die Politik zu gehen. Ich glaube aber nicht, dass irgendjemand irgendwie mit Wahlplakaten gekommen ist und gesagt hat, wenn ich nach Brüssel komme, dann werde ich es der Kopfkissenindustrie zeigen. Ja. Das ist einfach so Politik. Alter. Das ist auch so ein Ding. Die Politiker machen auch sämtliche Sachen, für die sie nicht gewählt wurden. Lass das doch mal. Niemand hat die Regierung für so ein Corona-Diktat gewählt. Hätten die Leute vorher gewusst, dass es eine Corona-Diktatur geben wird, wenn diese Regierung an der Macht ist und eine Pandemie kommt, vielleicht hätten sie die nicht gewählt. Aber man weiß ja nicht, was die machen. Weil da gehen die ja nicht mit hausieren, ne? Ja. Oder, keine Ahnung, die Bananen sind zu krumm, so Wahlplakat, so, keine Ahnung. Wir brauchen stramme Bananen. Die Kartoffelgröße muss mindestens 5 cm sein, sonst ist das keine Kartoffel. Die sind einfach vollkommen dem Wahnsinn anheimgefallen. Und das Skurrile ist ja, das erkennt man immer wieder so, die Politik hat halt keine Marktmechanismen, ne? Die schaffen halt Angebote, wo gar keine Nachfrage bestellt wird. Mhm. Niemand fragt nach einem Reglement für Kopfkissen. Ich kenne auch niemanden, der gesagt hat, endlich haben wir das, endlich ist das durch. So, keiner. Man fragt sich ja immer, wie haben die Leute eigentlich vor der EU geschlafen? Also kopfüber von der Decke hängen. Ja, keine Ahnung. Ich erinnere mich noch genau, wir hatten zwei neue Querschnittsgelähmte in der Firma am Tag wegen der Kopfkissensituation. Das ist so geil, wir müssen die Schläfer vor sich selber schützen. Mhm. Aber. Ja, es ist. Ja,
Hast du sonst noch was, worüber wir quatschen wollen? Sonst würde mir das für heute eigentlich auch, also jetzt nicht, dass ich deine Anwesenheit nicht genießen würde, und ich denke, der Zuschauer tut das auch. Hat der Zuschauer, der, die, das, Zuschauer, Ens, Zuschauer, Zuschauer, wie würde man das Ensen? Ens Einkaufs? Zuschauens. Zuschauens. Ens Zuschauens. Hat Ens Zuschauens noch etwas? Ens Zuschauens. Oh, die sind so geil, Alter. Schöner Sendungstitel. Ja. Ich werde das nachher ändern. Warte, ich schreibe es mir tatsächlich auf. Da stand noch eine Frage im Chat. Erklär mal bitte Objektivismus. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut erklären kann. Die meisten Objektivisten werden mich dann wahrscheinlich schlagen. Aber laut deren Ansicht gibt es halt eine objektiv richtige Moral. Und nach dieser Moral bauen sie dann wiederum Sachen auf, irgendwie. Es wäre jetzt, glaube ich, unfair, wenn ich, aber, also Liberty Rising hat man immer so das Gefühl, die haben so dieses objektiv richtige Leben. So, die werben irgendwie mit Leistung statt Hängertum und so, und dann Kraftsport und Kiffen nicht so gut und ich habe schon welche von denen gesehen. Und dann gibt es halt auch objektiv schöne Häuser und so und objektiv schöne Kunst und was objektiv richtiges sein? Verhalten irgendwie. Ja, das basiert halt alles irgendwie auf Ayn Rand. Und also Ayn Rand ist okay, die Tugend des Egoismus ist großartiges Buch, finde ich großartig. Ja, gibt es auch als Hörbuch bei Alex Anarcho. Ist okay, ja, aber also ich leite da jetzt nicht irgendwie draus ab, dass irgendwie da war eine Situation irgendwas mit, wenn Greta Thunberg neben mir wohnen würde, ich würde die tolerieren, aber ich würde trotzdem jeden Tag sagen, dass ihre Moral objektiv schlecht ist. Oder irgendwie so, kann auch sein, dass es ein Witz war, aber also ich weiß nicht, also keine Ahnung. Es ist jetzt wahrscheinlich mega unfair, die Beschreibung, die ich jetzt gegeben habe, aber können wir ja vielleicht mal einen Stream drüber machen. Wir können ja auch mal einen Objektivisten vielleicht mal einladen oder so. Ja, sehr gerne. Das ja vielleicht erklären. Aktuell klingt ein Objektivist für mich wie ein Politiker. Er weiß es. So treten sie auch auf. Ich weiß es einfach. Und deshalb, ich sage euch schon, wo es lang geht. Also es ist ja schon schön, wenn der Aspekt des Zwanges entfällt. Aber es gibt halt keine objektive Moral, die gibt es nicht. Sie ist zutiefst subjektiv und auch wandelbar. Also niemand kann mir sagen, dass er auf seinem politischen Weg zum Anarchismus keine moralischen Hürden erklommen hat. Mhm. Ich glaube, dass ich vorm Anarchist mehr das war, was der Staat als sozial bezeichnen würde. Mhm. Und dass ich vielleicht sogar Steuern hätte rechtfertigen können in meiner subjektiven Wahrnehmung von Moral. So machen es ja auch Linke. Subjektiv ist es für mich moralisch, dass du halt ein Fiat fährst, aber dafür haben die 10 Leute was zu essen und dein Ferrari, gut, ich kann ihn halt nicht verkaufen, weil ich nehme den Reichen da das Geld weg. Wer soll ihn kaufen? Aber so in etwa ist ja die Idee so. Es gab vielleicht Zeiten, wo ich gesagt hätte, moralisch ist das richtig. Heute nicht mehr. Deshalb, nein, Moral halte ich für zutiefst subjektiv. Wenn ein Objektivist dabei ist, so melde er sich bei mir. Ich möchte gerne mit ihm, ich würde ihn gerne ein paar Sachen fragen. Theoretisch könntest du wahrscheinlich mal den Max von Liberty Rising anfragen. Weil ja, mit dem schreibe ich schon, aber der ist... Okay. Ist nicht so begeistert? Er hat gesagt, er überlegt es sich. Mhm. Also der kann es dir dann auch erklären, dass er damit zufrieden ist. Also wenn er es von mir jetzt so gehört hat, irgendwie. Also ja, objektive Moral wird dir wahrscheinlich sogar Panzer widersprechen. Also er würde sagen, die gibt es. Und das ist so ein bisschen dieses Nicht-Aggressionsprinzip. Aber eigentlich basiert das ja auch wieder nur darauf, dass man eine möglichst konfliktfreie beziehungsweise eine Gesellschaft haben will, in der Konflikte relativ einfach geklärt werden können. Wenn man sagen kann, okay, wer ist der Aggressor, wer ist der Angegriffene, wer ist Eigentümer über irgendwas, darüber kannst du ja dann quasi Konflikte lösen. Und da sagt man dann quasi, das Nicht-Aggressionsprinzip sei so im Prinzip die objektive Moral.
ja, dass man quasi nichts dem anderen antut, was man nicht selber haben möchte, quasi, was einem angetan wird. Aber ja, wie gesagt, dafür müsste man ja erstmal die Moral entwickeln, überhaupt eine friedliche Gesellschaft haben zu wollen. So, und ja, da. Aber ich hader ja ehrlich gesagt auch teilweise mit dem nicht. Was heißt, ich hader damit? Das Gedankenspiel ist gut, aber es lassen sich halt sehr schnell Situationen konstruieren. Klar, zugegeben, teilweise wie ich sag mal, Liveboot-Szenarien. Nichtsdestotrotz. Ja, oder die kompliziert sind. Aber dafür wird es ja dann auch Gerichte und Richter geben, die das dann stimmt. Darauf. Aber nehmen wir an, einer fickt dein Kind. Und aus Gründen, mannigfaltig, nicht der Richter ist böse, nicht der Milliardär hat den Richter bestochen, sondern einfach, er kann das nicht nachweisen. Du weißt es aber. Du weißt es, weil dein Kind dir gesagt hat, der Mann, da war das Papa. Ich garantiere dir, das Nicht-Aggressionsprinzip gibt es bei mir nicht. Das Stück Scheiße stirbt. Und zwar zeitnah. So, wenn er es überhaupt vor Gericht schafft, hat er einen guten Tag gehabt. So. Und deshalb. Ja gut, das ist halt auch keine Sache, die du im jetzigen Rechtsstaat hast. Nein, also wenn du nichts beweisen kannst. Also es ist kein schlechterer Zustand, das Nicht-Aggressionsprinzip, aber es löst auch nicht alles. Das ist schon genau, kein Plädoyer für den Staat, absolut nicht. Zumal der Richter ja auch sehr viel besser und versierter wäre. Er wäre wahrscheinlich gezielt geschult auf Vergewaltigungen, könnte viel besser mit Beweislage umgehen, was Vergewaltigung angeht. Ein Richter würde halt nicht heute Vergewaltigung machen, morgen Gewaltdelikt und übermorgen Raubdelikt, sondern er wäre eher spezifiziert darauf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da eine findige Entscheidung getroffen wird, und selbst dann müsste man ja sehen, das wäre dann auch von Ort zu Ort unterschiedlich. Vielleicht würden die einen das Geschworenengericht bevorzugen oder. Gibt es 1000 Varianten. Alles wäre besser als das jetzt. Das habe ich hier nie in Frage gestellt. Das NAP, da kommt es, das NAP führt nicht zu einer Utopie, also genau. Nur zu einer Verbesserung gegenüber dem Status quo. Ja, ganz genau, weil das Nicht-Aggressionsprinzip ist halt ein Prinzip, aber es ist nicht allumfassend anwendbar. Und ich bin auch immer so realistisch. Anwendbar, ja, aber... Ja, okay, aber es wird sich halt nicht jeder dran halten. So. Das ist halt... Ja, heute gibt es ja auch Leute, die halt nicht an Gesetze sind. Ne? Also ja, halt, nichts, was ich sage, ist ein Plädoyer für den Staat. Ja, genau, ja. Also das ist nicht perfekt so in dem Sinne, dass es irgendwie Straftaten verhindert, aber es hilft irgendwie, das zu klären halt. Ne? Weil Gewalt ist nur im Verteidigungsfall oder zur Abwehr vom eigenen Körper oder von anderen Menschen legitim. Oder auch beim Zurückholen von Diebesgut oder so, da würde ja auch kein Richter der Welt was sagen, Drachenlord-Anspielung, wenn man dann in das Haus quasi einbricht, wenn man weiß, okay, da ist mein Laptop, einbricht und das dann da rausholt. So, das gehört halt zur Wiederbeschaffung. Ne? Und es ist im Prinzip nur ein Tool zur Konfliktlösung am Ende nachher. Also, ja. Ich verstehe das. Es löst, löst auch nicht alle Probleme. Und manche sehen ja auch das NAP so ein bisschen als Recht. Also als dieses Recht, in Ruhe gelassen zu werden, bin ich auch der Meinung, gibt es eigentlich nicht. Weil, also da bin ich eher bei Andreas Tiedtke. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat das Buch Der Kompass zum lebendigen Leben geschrieben. Nicht sehr gut. Und er sagt halt, Recht entsteht halt erst durch Verträge. Durch Verträge entstehen Rechte und Pflichten. So, ja. Und erst dann, wenn du wirklich was auf Papier gebracht hast, dich mit jemandem geeinigt hast, dann kannst du dich auch drauf berufen. Das stimmt. Ja. Das Nicht-Aggressionsprinzip, dein Haus steht im Wald, Mr. X kommt, Mr. X versucht in dein Haus einzubrechen, du jagst ihm eine Salve Schrot durch die Tür in seine Fresse. Aber ihr habt keinen Vertrag geschlossen. So, nee. Jetzt gibt es etwas Übergeordnetes. Das ist das Nicht-Aggressionsprinzip. Aber für mich... Ich habe das Nicht-Aggressionsprinzip auch immer mehr als Abwehr gegen die Neuentstehung eines Staates verstanden. Also das Nicht-Aggressionsprinzip als für alle logische Grundlage des Zusammenlebens. Niemand muss unterschreiben, dass er sich daran hält oder so, aber so als Grundverständnis. Und wenn ich das Nicht-Aggressionsprinzip, wenn jeder es kennt, jeder es verstanden hat und es zu verstehen ist nicht besonders schwierig, dann kann sich theoretisch, wenn sich der Löwenanteil dran hält, kein Staat bilden, denn der Staat lebt ja über Steuern, die über Aggression eingenommen werden. Deshalb war es für mich immer
immer das Prinzip zur Staatsprävention, also oder zur Staatsabwehrprävention, ja. So habe ich das immer verstanden. Also zahlst du sogar GEZ, Sascha? Ja. Cool. Oder ich bin stolz drauf, aber ich hatte schon mal überlegt, ob ich die Nummer mache mit einen Cent zu wenig überweisen und so ein Kram, aber das ist mir halt selber zu viel Aufwand. Also wenn ich dann irgendwie eine zweite Überweisung machen muss, dann sind das für mich 2 Minuten meines Lebens, die ich nicht mehr wiederkriege, um den 1 Cent noch zu überweisen, und das ist mir dann einfach nicht wert. Ich bin der Meinung, es müsste eine groß angelegte, in Absprache stattfindende, ja, das, ein Go geben. So. Ja, jeder Alternative, von Kommunisten wie Schattenmacher bis hin zu Freiheitlichen wie Unbasiert, müsste jeder, alles was dazwischen ist, Schlomo, Kaspar, Clowny, die müssten alle sagen, ich werde ab morgen kein GEZ mehr zahlen, und das natürlich nicht dazu auffordern. Und eventuell fühlt sich ja jemand animiert, das ebenfalls zu tun. Vielleicht sogar im Bündnis mit Julian Reichel, der es ja angeblich sowieso schon länger nicht mehr macht. So, und dann einfach von heute auf morgen, zack, fehlen in einem Monat etliche Millionen, und die kommen in Bredouille. So müsste es laufen. Und nur eigentlich das ginge. Aber dafür müsstest du halt diese übergeordnete Absprache haben. Ich halte es für nichts, das stattfinden wird. Das gab es ja auch zum Beispiel in der Corona-Zeit. Also da war mein Vorschlag ja, als die ganzen Restaurants, Bars und so weiter, Kneipen, alles zumachen musste, da war mein Vorschlag so, macht einfach, ihr seid doch sowieso in irgendeinem Verband und so. Sprecht euch ab, ihr macht einfach alle auf. Weil die können euch nicht alle in den Knast stecken. So viele leere Zellen haben wir nicht. Also die Niederländer haben es versucht, was heißt versucht, es war ein kläglicher Versuch, die haben ja mal einen Tag einfach aufgemacht, aber haben vorher bei der Regierung gesagt, so pass auf, wir machen das. Und da denkst du ja auch so, ja, bei der Regierung jetzt irgendwie rumfragen, so dürfen wir mal für einen Tag aufmachen, ist jetzt keine Rebellion, also. Aber das sagt man ja eigentlich den Deutschen eigentlich nach, so, wenn die Deutschen rebellieren, dann kaufen die auch eine Bahnsteigkarte, ne? Also um dann mit dem Zug irgendwo hinzukommen. Genauso war es bei den Niederländern so, ja, lieber Staat, können wir nicht doch mal einen Tag aufmachen? So, ja. Denkst du halt so, was ist das? Macht doch einfach auf, verdammt nochmal. Die können euch nicht alle in den Knast stecken. So, und dann holen sie vielleicht einen, dann holen sie den Geschäftsführer, holen sie aus dem Laden raus, schließen den Laden ab, irgendwer anders hat noch einen zweiten Schlüssel, schließt wieder auf und lässt die Gäste wieder rein. Fertig. Das machst du halt landesweit. Da können die überhaupt nichts gegen machen, gar nichts. Die haben nicht das Personal, die haben nicht die Gefängnisse, die haben nicht die Zellen, die haben nichts. Klar, die können ja dann eine Strafe aufdrücken oder sonst irgendwas, aber die zahlt es dann halt auch nicht. Seid doch mal ein bisschen rebellisch einfach so. Sagte der GEZ-Zahlende. Ja, stimmt. Ja, nee, klar. Aber ich verstehe das. Aber an so einer Aktion würde ich mich zum Beispiel auch beteiligen, weil die Gefahr, dass ich dann als quasi gecashed werde, so, oder gecatcht werde, ist halt relativ gering. Und wenn es halt wiederum viele sind, dann sind das wieder viele Gerichtsverfahren, das dauert dann Ewigkeiten, keine Ahnung, da ist meine Verhandlung vielleicht 2040 oder so, keine Ahnung. Ja, ich glaube nicht, dass das auch stattfinden würde. Also ich bin da ziemlich gewiss, dass das schnell über die Bühne gebracht werden würde, nach dem alten sozialistischen Motto, bestrafe einen, erziehe viele, die würden dich hart in den Arsch ficken. Du würdest die Sonne in ein paar Tagen sehen. Machst du auf jeden Fall. Ja, ne, die picken sich einen raus, und das wird medial begleitet. Und zwar von dem Tag, wo sie ihn rausholen. Aber da muss den Leuten bewusst sein, wenn das 80 Millionen machen, ja klar, die können jeden aburteilen, aber es dauert halt ewig. Vielleicht erlebt man das gar nicht mehr, sein Urteil. Also, ja, klar. Aber ich bin mir sicher, dass sie beim ersten, den sie sich rauspicken würden, wenn sie es auch auswürfeln, würde hart bestraft, ja. Der würde so heftig auf die Fresse kriegen. Da muss man dann wieder vorher irgendwie so einen Fonds einrichten. So ein Anwaltskostenstrafenfonds oder so, wo man dann alle samt einzahlt. So, jeder schmeißt einen Huni rein oder einen Fuffi. Ich meine, als Unternehmen ist das ja kein Problem, da mal einen Huni reinzuschmeißen. Und dann hast du einfach eine Kriegskasse, die einfach mehrere Millionen hat. Und dann sagst du halt, ja, okay, wer verknackt wird, dem zahlen wir gemeinschaftlich das Geld, also ja, die Strafe. Ja, theoretisch wäre viel möglich. Ja, aber wie Resilienz das schon richtig schreibt, nennt sich Koordinationsproblem. Ja. Ja. Wenn es das nicht gäbe, ja. wenn man einfach sagen könnte, okay, wir machen das jetzt, und hätte dann auch die Leute hinter sich, aber.
Es gab ja mal so ein bisschen die VTler-Ecke zu Zeiten von Operation Defender. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war die größte Landbandeübung. Defender ist eine Militärübung. Ja, genau, wo die vielen Amerikaner hergekommen sind, um gen Osten zu ziehen. Und bei dieser Militärübung, da hielt er sich unter Verschwörungstheoretikern hartnäckig das Gerücht, dass jetzt amerikanische Truppen Deutschland übernehmen. Und ich war bei der Operation dabei, wusste von vornherein, dass es Schwachsinn ist. Ja. Aber davon völlig unabhängig gab es ja auch schon immer Gerüchte darüber, dass vielleicht Deutschland mal einen Militärputsch haben könnte, weil beim Militär sind ja so Konservative und die haben Werte und sind ganz wichtig. Natürlich nicht, das sind alles Pussys. Zu Gutenberg hat schon angefangen, sie auszusortieren, aber selbst die davor hätten nicht rebelliert. Und die Sache ist halt die, du hast vier hohe Generäle, SKB, Heer, Marine, Luftwaffe. Wenn jetzt einer auf die Idee kommt und sagt, also was hier gerade abgeht, ist wirklich, wirklich kritisch. Vielleicht sollten wir was machen, Mr. Marinegeneral. Mr. Marinegeneral sagt dann ja, geht dann zur Verteidigungsministerin oder zum Verteidigungsminister und sagt, hier, der da, ne? Dann hat der seinen Job sicher, und zwar auf alle Zeit und eine Pension von biblischem Ausmaß, vielleicht sogar eine politische Karriere. Und der andere... Stolz natürlich. Der andere, ja, natürlich, und der andere geht für einen Putsch in den Knast. Deshalb, keiner wird sagen, lass uns hier mal was starten. So. Ja. Das kann einfach nicht passieren. Gut, Deutschland ist jetzt so beschissen aufgestellt, dass es theoretisch reichen würde, wenn der General vom Heer. Aber selbst der hat ja die Heereskasernen unter sich, und jeder Kasernenführer wüsste, wenn ich jetzt meinem General nicht folge, wird man mir Zucker in den Arsch blasen im Nachhinein. So. Und allein das Nicht-Mitmachen wird belohnt werden. So. Deshalb ganz, ganz schwierig. Du kannst es halt nicht unter der Hand absprechen, weil du nie weißt, wer ist ein IM. Du weißt es halt nicht. Und bei der Polizei halt dasselbe. Ne? Du kannst dich da nicht frei äußern und sagen, das ist aber kritisch, was hier läuft. Da müsste man eigentlich mal was machen. Gibt's nicht. Kann nicht stattfinden. Ist leider so. Bei der Bundeswehr wird stramm gegendert. Also als ich gegangen bin, wurde bei uns in der Kaserne gar nicht gegendert. Jetzt muss ich auch sagen, meine letzte Kaserne war die einzige Spezialpionierkaserne. Und das sind halt alles Bauarbeiter, Alter. Die hauen sich morgens einen Kaffee und eine Wurst in die Schnauze. Du brauchst halt vom Gendern gar nichts erzählen, Alter. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Sanitätskasernen oder so, dass das da eher in Betracht gezogen wird. Ich meine die Führung. Ja, natürlich. Du bist nicht Führung, wenn du nicht genderst. Das ist ja die Krux an der Sache. Henne oder Ei, ne? Also da merkt man wieder, das ist eine Top-Down-Bewegung, ne? Ja. Gendern und der Kram. Ja, ja. Ist einfach von oben aufgedrückt. Nee, nicht aufgedrückt. Man weiß, aber es kommt trotzdem mehr oder weniger von oben, so, weil alle wissen, ich muss mich jetzt so verhalten. Und die ganzen Offiziere und bla, Generäle und so, die machen das dann halt. Aber das kommt nicht von unten aus der Truppe oder auf den Staat übertragen aus dem Volk, sondern es kommt von irgendwelchen, in Anführungszeichen, Eliten. Ja, also ist doch kein Geheimnis. Das ist, wenn dein Chef gerne golft und er fragt dich, was du von Golf hältst, dann wirst du nicht sagen, Alter, das ist ein Sport für Schwuchteln, ich gehe lieber surfen. Sondern du sagst, oh, Golf, vielleicht, wenn du ganz, habe ich noch nie gemacht, finde ich aber interessant, dass so die seichte Lüge die andere Lüge ist, Tiger Woods Karriere tief ist, weil er gegen mich verloren hat, privat auf dem Platz. So. Niemand erzählt seinem Chef, dass Golfen schwul ist. Niemand. Mhm. Ich finde Golf übrigens ganz cool, falls du Golfer bist und basieren. Nee. Ich habe Golf aber auch nicht viel am Hut, so nichts verfolgt oder so. Ich habe mal ein paar Abschläge gemacht auf Mallorca. Macht schon Spaß, schwerer als man denkt. Und weiß aber nicht, ob ich jetzt irgendwie 18 Löcher spielen würde oder so, ob ich dafür die Geduld hätte. Aber ich würde gerne mit diesen Autos mal rumfahren. Ja, stimmt, ja. Minigolf mache ich. Aber es zählt nicht. Ewig her, dass ich Minigolf gespielt habe. Aber mir habe ich auch keine Geduld für, ne? Ist auch deutlich vor Corona gewesen sein.
Was ich immer gerne gemocht habe, kennst du das noch? In der Schule an der Tischtennisplatte Runde, Alter, mit dem Tennisball. Oh, das war großartig. Großartig, Alter. Ja. Mit der Hand Tennisball, das ging ab. Da hast du dich viel bewegt, so, da kam die Power raus. So Tischtennis normal liegt mir gar nicht, Alter. Ja, habe ich auch mal versucht, aber. Ach, nee, das ist auch nicht mein Sport. Ich bin noch kein Asiate. Sehr wohl gibt es objektive Sittlichkeit, denn ohne Vorhandensein einer höheren Sittlichkeit würde keine Zivilisation funktionieren, schreibt Blabi, Bla, Bla, nee, Bliblablub. Aber die ist ja nicht objektiv. Zum Beispiel bei den Sandleuten kommt die subjektive Sittlichkeit von kinderschändenden Propheten. Und der kinderschändende Prophet hat gesagt, Kinderschänden ist sittlich. Und damit ist es da sittlich. Objektiv oder in unserer subjektiven Wahrnehmung und meiner Meinung nach in der Wahrnehmung von jedem, der nicht geisteskrank ist, ist das natürlich nicht sittlich. Aber irgendwann hat mal einer gesagt, das ist sittlich und das setzt sich dann da durch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch Menschen gibt, die sagen, ich nehme lieber eine volljährige Frau, wenn sie sich dann teilweise aussuchen können und oder zumindest, was das Hochzeitsdatum angeht, mit Entscheidung haben. Also ich bin der Meinung, dass es das nicht gibt. Und wenn der Obersandleute sagt, das ist moralisch richtig und das wird über Generationen weitergegeben, dann hast du ja auch das Gefühl, dass es moralisch richtig ist. Du hast das Gefühl, dass es moralisch richtig ist, jemandem Steine an den Kopf zu werfen, weil die Frau vergewaltigt wurde. Das ist für die Moral. Das halten die für richtig. Ja, und eigentlich müsste ja so eine allgemeingültige Sittlichkeit oder Moral oder was auch immer, die muss halt aufs Bärminimum runter, dass sich alle einig werden könnten. So, und da ist ja das Nicht-Aggressionsprinzip mit, wir töten uns nicht gegenseitig und klauen uns nicht gegenseitig unseren Stuff, ist ja eigentlich schon das Bärminimum. So, und selbst darauf können sich die Leute ja nicht mal einigen. Also, ja. Wir sehen es, weltweit gibt es Staaten, die verschlossen alle gegen das Nicht-Aggressionsprinzip. Also, ja, auch Staaten und Parteien, die sich nur zu gern mit den Antlitz des Christentums schmücken und die 10 Gebote hochhalten. Außer bei Raub. Ja, du sollst nicht begehren, dass Nachbarn. Nee, das ist, glaube ich, das mit dem Vibe. Du sollst nicht stehlen. Ich glaube, das heißt sogar, du sollst nicht stehlen. Genau. So. Gut, da steht jetzt nicht, du sollst nicht stehlen lassen, aber es ist offensichtlich, dass das. Ja, aber wenn man es anders nennt, ist ja auch wieder okay. Weil Steuern erheben ist ja nicht stehlen. Das sind ja zwei unterschiedliche Worte. Ja. Und dann reden die sich da wieder raus, weißt du? Wenn ich dir was wegnehme, nenne ich es jetzt Bliblabluppen. Und ich fand das so geil, während Corona, aber ich bin mit so einem ziemlich Hardcore-Christen bekannt und der hatte dann auch quasi aufgrund, ja, nicht der Bibel, doch, ich glaube, es war die Bibel. Irgendwo gibt es da irgendwie so ein Vers so von wegen, ja, wenn es eine Macht gibt, dann ist die Gott gegeben und dann ist das auch moralisch so mehr oder weniger. Also der Staat ist praktisch egal, was er macht, ist er moralisch, weil es ist ja Gott gegeben und deswegen ist es ja gut. So, da denkst du ja auch so. Was ist mit den 10 Geboten, Digga? Der verstößt gegen mindestens 7 davon oder so, keine Ahnung. Alle. Oder gegen alle, ja. Also. Ja. So. Gut, in der Politik ist jetzt seltener, dass sie deine Frau begehren. Böse Zungen behaupten ja, sie begehren eher dein Kind. Aber ja, das mag vorkommen. Also, so mal Demokratie, dem ja auch nochmal vehement widerspricht, denn bei Demokratie geht ja alle Macht vom Volk aus. Ja? Es ist ja nicht so, dass Gott die wählt. Gott kommt ja nicht in die Wahlkabine und macht ein Kreuz. So. Also wäre selbst die Demokratie dafür keine Ausrede, sondern dann nur die Hochwohlgeborenen. Aber natürlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das im Nachhinein reingeschrieben wurde, weil die Kirche musste sich ja auch irgendwie legitimieren. Ich gucke gerade, ob ich die noch finde. Letztens wurden die Sicherheitshinweise für ein Gerät meines Kunden gegendert. Die konnte ich ihm leider nicht zeigen. Was wurde gegendert? Achso, da steht's ja. Die Sicherheitshinweise, aber warum? Für ein Gerät. Also, ich verstehe den Part nicht. Verstehe ich auch nicht. Spielst du Golf oder hast du noch Sex? Ich glaube, Donald Trump hat beides.
Golf ist ja eigentlich ein ziemlich vornehmer Sport für Menschen mit einer etwas dickeren Brieftasche. Und ich meine gerade Tiger Woods, also komm, Tiger Woods, der Mann hat viel Fickermeilen gesammelt. Offensichtlich schließt sich das nicht aus. Tiger Aber man kann auch keinen Sex haben ohne Golf, ohne keinen Golf zu spielen. Genau. Kannst ja auch puzzeln oder Anti-Gras-Legalisierungsvideos machen. Ja, gibt's sowas? Anti-Gras-Legalisierungsvideos? Wo sind eigentlich diese ganzen CDU-Influencer? Gibt's die überhaupt? Ich sehe AfD-Influencer auf YouTube und ich sehe irgendwie links-grün-Influencer Woke-Bubble. Und uns. Und uns, ja, okay. Aber so CDU-Influencer, wo sind denn die? Ich hatte gestern einen da, der war auch mit im Gespräch, Krümelkuchen oder so nannte der, irgendwas in dieser Richtung. Und der hat sich wohl gedacht, der kommt mal in einen Space mit einem Endcap und macht mal ein bisschen Werbung für die Werteunion. Der hat mich gehasst am Ende, Alter. Oh, ich habe auch schon Hass bekommen aufgrund meiner Aussagen zur Werteunion. Ja, ich hab ihm gesagt, Alter, das ist, guck mal, selbst wenn ich glauben würde, dass es eine freiheitliche Partei ist, Maaßen hat sich als eine Schlange empuppt, wie wir sie seit dem Garten Eden nicht mehr zu erblicken gedachten. Mhm. Und selbst der krankeste Etatist könnte doch dem kein Vertrauen schenken. Der Typ ist eine Schlange. Eine Schlange per Definition, Alter. Ich habe ja noch die Verschwörungstheorie, dass der immer noch für den Verfassungsschutz arbeitet und Opposition jetzt spalten will. Ja, aber dann ist er wirklich schlecht in seinem Job. Also, also er hätte die Chance gehabt, aber mit dem Rauschmiss, was heißt Rauschmiss, Kral war ja nie Parteimitglied und Otte hat ja auch eine hohe Fan oder große Fanbase. Ja. Der war ja auch quasi kein Parteimitglied dann und ja, damit hat er sich versaut. Ja, die haben jeweils, keine Ahnung, hunderttausende Aufrufe auf ihre Videos, haben dementsprechend Einfluss. Ja, verkackt. Ja. So mal du mit Krall, du hattest ja die gesamte Finanz-Szene hinter dir. Das wäre das Ding gewesen. Marc Friedrich, Alter. Was der an Aufrufen rockt, Alter. Hier dieser Aktie mit Kopf, von dem ich letztens gehört habe, den ich aber noch nie gesehen habe. Diese zwei Podcasts, wovon ich nur einen kenne, diesen Clown da mit der Glatze und der dunklen, kreisrunden Ozzy Osbourne-Brille. Wie heißt der? Hoss und Hopf. Ja, einer von den beiden ist er auf jeden Fall. Ja. Julian Hoss ist er, glaube ich. Hopf. Keiner weiß, ich schätze den auch. Also der Glatzkopf ist, glaube ich, der Hopf. Das kann sein, ja. Den anderen kenne ich nicht, über den will ich nichts sagen, aber den mit der Glatze wirkt mir unsympathisch und ja, er spielt halt auch die Boomer-Klavinette, ne? Das muss man auch sagen. Und die alle wären Wahlkampfstudios gewesen, ne? Die hätten nicht wie die AfD ein Influencer-Netz aufbauen müssen. Es wäre vorhanden gewesen. Es war da und es war groß, es war gigantisch. Es war bis dato häufig politisch neutral aus gegebenem Anlass. Mhm. Und ne, wollen wir nicht tun. Das ist nichts für uns, weil dann müssen wir Ministerialposten aufgeben. Die Pisser schaffen hoffentlich die 5% nicht, Alter. Gar nichts gönne ich denen. Da gab es doch jetzt vor kurzem eine Umfrage in irgendeinem Bundesland zur Landtagswahl. Hätten die 1% geholt oder so, Werteunion. Ja, verdient. Verdientes Ergebnis. Ja, ist wirklich verdient. Also die haben es halt komplett verkackt. Also kann man nicht anders sagen. So ein Umgang, Alter. Und die haben sich vorher noch als Freunde bezeichnet, Alter. Mhm. Wenn er so mit seinen Freunden umgeht, wie geht er denn mit Leuten um, die er nicht kennt? Ja. Wer so Freunde hat, braucht keine Feinde. Ja. Noch einmal ein Expose zu X und dann bin ich raus. Jawohl. Dann sind wir raus. Ist jetzt nicht so, dass ich dich hier alleine lasse. Noch zwei Stunden weiter hier. Nee, Quatsch. Und zwar hatte ich letztens einen richtig geilen Diskurs. Ich glaube, den finde ich nicht mehr wieder, ist zu lange her. Ist so lustig, Alter. Da war ich in einem Space und dann schrieb einer, der hat keine Ahnung von Politik, der liest alles nur ab. Dann habe ich ignoriert und dann hat er mich durchschaut. Da
Dann schrieb er nämlich, du bist Anarchist. Ich sag, gut gemacht, Sherlock Holmes. Steht in meiner Bio. Da sagt er, ich brauche keine Bio, ich höre das an deinen Worten raus. Und dann habe ich geschrieben, oh. Nee, was hatte ich? Ich habe geschrieben, Hand aufs Herz, Titten auf den Tisch, Butter bei die Fische. Bist du ein Boomer? Er sagt, nee, ich habe Lebenserfahrung, ich erkenne das. Ich sage, Digga, super Talent, Alter. Unbedingt super Talent. Kein anderer kann an politischen Äußerungen die politische Richtung eines Menschen erkennen. Man kann das so. Und der verfolgt mich jetzt. Der schreibt hin und wieder nochmal Hasskommentare. Und ich versuche da jetzt einen Begriff zu etablieren. Und zwar Politikboomer, die dich auf X verfolgen. Und da ist der Aspekt des Verfolgens, der ist da sehr wichtig. Mhm. Ich würde nämlich gerne den Begriff Boomerang für Sie weil Sie immer wieder zurückkommen. Ja, so. Stimmt. Wenn du die nicht selber so hart abfuckst, dass sie sich irgendwann blockieren. Ne? Ja, die Zeit nehme ich mir nicht so. Also ich habe mir dann gedacht, so, ich knall die 3-4 völlig überlegene Spitzen an den Kopf. Aber der fühlte sich ja gebauchpinselt, als ich ihm gesagt habe, du erkennst Menschen an politischen Aussagen, welche politische Richtung sie vertreten. Jeder kann das einfach. Ne? Aber er dachte, er wäre einzigartig. Ja, zumindest jeder, der im Politikgame drin ist. So. Ja. Ach, Diggi, komm. Du kannst einen Jugendlichen 15. Also mein Bruder ist teilweise von meinen Aussagen verwirrt, weil er denkt, das sei widersprüchlich, weil er das gar nicht kennt, diese anarchistische Sichtweise so. Er packt das dann irgendwie in Lager wie konservativ und progressiv, wobei er macht das noch nicht mal genau so, aber er hat halt eine Vorstellung davon, was ist links, was ist rechts und so. Und wenn ich dann rechte Sachen sage, in Anführungszeichen, wie freies Waffenrecht, wobei ich glaube, das ist noch nicht mal eine große rechte Position, aber und dann direkt sage, Drogen legalisieren, dann platzen Gehirne. Ne? Also, weil das kriegt man dann halt nicht zusammen. So, ey, was bist denn du jetzt? Konservativ? Oder progressiv? Links, rechts? Hey, wo bist denn du? Ja, Voten ist nicht verbieten, Polizei abschaffen. Ja, ja genau. So. Die Fante State statt die Fante Police. Ne? Also irgendwie verwirrend für manche dann. Ne? Also, wenn man nicht tief im Politikgame drin ist, dann glaube ich, sind wir auch manchmal schwer einzuschätzen. Also. Das kann sein. Vielleicht sind wir mysteriös und deshalb sexy. Was uns wieder dazu bringt, schreibt Beiträge. Genau. Alle unter 30, alle über 30. Die Links wird unbasiert mir binnen der nächsten 30 Tage zukommen lassen. Dann werde ich die hier in die Beschreibung, ballern. Ach so, Schwanz. Schwanz? Ja, ich habe Schwanz gesagt. Ich weiß auch nicht genau, warum. Und ganz, ganz wichtig, ich werde das jetzt hier nochmal in den Chat ballern. Jungbutan mag radikal. Kann ich eigentlich auch in den Chat schreiben? Du kannst mal gucken, ob du das kannst. Ich habe dir was per privater Nachricht geschickt, ja, dann kannst du die beiden da reinballern. Ja. Also ich fange aber erstmal an mit dem ersten. Also Nummer 1, der jetzt gepostete, das ist der Link zu Jungbrutalen Marktradikal. Da werden wir am Donnerstag, richtig? Genau. Am Donnerstag werden wir da einen abpokern. Für alle, die sich denken, ich interessiere mich nicht für Poker. Es wird definitiv auch freiheitliche Gespräche gelästert. Es wird auch freiheitliche Gespräche geben. Ich denke, Oliver Flash wird dabei sein, auch wenn ich noch keine konkrete Zusage von ihm habe, aber unbasiert wird da sein, ich werde da sein, Jan wird da sein und viele mehr. Eigentlich wird das ein großes Four of the Kind, nur dass ihr halt, es wird hoffentlich ein Eight of the Kind. es werden so viele Leute da sein, wie eine Hydra Arme hat. Der ist gut. Ja. Okay. Also das kann durchaus auch politischen, aber wir geben keine Gesprächsrichtung vor. Keiner wird was vorbereiten. Am Anfang werden alle schweigend und peinlich berührt am Tisch sitzen. Keiner dann wird Oliver Flash über Frauen anfangen zu reden und dann eskaliert's. Ich werde dann dumme Witze machen. Flash wird über Frauen reden, unbasiert. Wird den Tisch umschmeißen, obwohl er digital ist. Diese Dinge werden passieren, aber ab und zu sprechen wir auch über Freiheit, obwohl das schwierig werden könnte mit Oliver Flash, weil er ein Minimalstaatler ist. Ja. Aber er weiß sich ja zu verteidigen, ist ja nicht auf den Mund gefallen, der Junge. Das wird eine spannende Sache und aber auch lohnt sich dieser Kanal tatsächlich, wenn man nicht gerade da pokert.
Denn Jung, Brutal, Markt und Karl hat was für sich. Ich habe das früher beim Saugen gehört. Heute habe ich einen Saugroboter und höre es beim Abwasch. Sehr gut. Kauf dir eine Spülmaschine. Dann kannst du am Stand liegen und das hören. Ja, das ist tatsächlich internetfähig. Ja, gut. Deshalb das. Jetzt kommt der zweite Link. Der zweite Link ist für die Faucher-Preis. Faucher. Julius Faucher, der war ein... Ja, ist das, ein ist Journalist, das, der sich so eher so Manchester-Kapitalismus, glaube ich, für U, eingesetzt hat. U oder Ü30? Faucher-Preis ist U30. Unter 30 Jahren, wer da zu schreiben gedenkt, und ich möchte jeden dazu anregen, ich bin, also aus mehreren Gründen. Erstens, vielleicht hat einer von euch ein unglaubliches Schreibtalent und ja, kann der Szene dienlich sein, vielleicht ist einer von euch der nächste J.K. Rowling, der Harry Potter mit einem viel anarchistischeren Ansatz schreibt. Ich habe ja schon mal eine kleine Analyse dazu gemacht. Und auf der anderen Seite, und das könnte es auch sein, vielleicht hat einer von euch so eine motherfucking geile Idee, wie Libertarismus sexier wird, dass man das ja, mit ja beiden... Ist schon sexy, aber das auch zu präsentieren für einen Etatisten oder so. Einer von euch könnte der Auserwählte sein. Einer von euch könnte Anakin Skywalker sein. Und das Geile ist halt wirklich auch die Konferenz so. Die 3 Tage eigentümlich freie Konferenz auf Usedom. Geile Vorträge. Da sind halt Leute wie Markus Krall, Carlos Gebauer. Ja, man vergisst dann alle. aber hier Christoph Heuermann kommt auch. Kennst du Christoph Heuermann? Nein. Der ist Perpetual Traveler. Der hatte sogar mal einen Beitrag bei Galileo, weil er so um die Welt reist und keine Steuern zahlt und so. Und dann haben sie den da quasi interviewt und der schöne Pool am Chillen und so. Und ja, ich zahle keine Steuern. Ja. Ja, also der ist schon cool. Also, der hat auch staatenlos.ch gemacht. Das ist so eine Beratung für so Perpetual Traveler, nicht zu verwechseln mit staatenlos.info, das sind die Reichsbürger. Genau. Wieso nennen die sich Staaten? Achso, weil die jetzt gerade keinen Staat haben, oder was? Ich weiß gar nicht, warum die Reichsbürger sich staatenlos.info nennen, aber ja, weil sie wahrscheinlich denken, die BRD sei kein Staat oder so. Ach, was wäre das schön. Ja. Wenn ich doch auch geisteskrank wäre, dann wäre so vieles einfacher. Also das ist also der Jugendwettbewerb. Ich habe euch die Gründe genannt, warum ihr schreiben solltet. Schreibt, und selbst wenn es nicht so gut ist, reicht es doch ein. Ja, manchmal sind die Sachen, die man für unglaublich schlecht hält, die dann tatsächlich gut sind. Real-Life-Beispiel. Jeder meiner Artikel, wo ich denke so, boah, eher so, ja, geht so. Die werden geteilt ohne Ende, die werden geliked ohne, also was heißt ohne Ende, ne? Aber die haben überdurchschnittlich viele Likes und überdurchschnittlich oft geteilt, wo ich mir denke, so, boah, da habe ich mir richtig Mühe gegeben, das ist ein richtig geiler Artikel. Keine Reaktion drauf. Oder wie? Gar keiner gelesen, Alter. Ja, das ist, also wie gesagt, wenn ihr denkt, ihr könnt nicht schreiben, schreibt einfach und vielleicht denkt jemand, ey, geil. Ja, so werde ich es nämlich auch machen. Ja. Ich gehe nicht davon aus, als Sieger da rauszugehen. Ich gehe nicht mal davon aus, in die Top 20 zu kommen, aber ich werde trotzdem schreiben. Ich werde es tun. Geil. Ja, einfach weil, hey, ich lebe am Strand, fickt euch alle. So, und hier haben wir den dritten, staatenlos.info.at. Ja, TSOCG ist, staatenlos.info sind nicht die Reichsbürger, das ist nur eine der sogenannte Rüdiger Hoffmann. Ist das nicht ein Komiker? Ist das nicht der immer gesagt hat, hallo erstmal? Ja, ich glaube, der heißt auch Rüdiger Hoffmann. Ach so. Oder so ähnlich, aber der heißt auf jeden Fall Hoffmann, ja. Ich meine, der heißt Rüdiger Hoffmann. Ja. Ach so, ja, danke für die Info. Anscheinend scheint das doch kein Reichsbürger zu sein, sondern nur einer, den man so nennt. Aber das ist jetzt auch kein Nazi oder so. Ne? Aber ich finde wieder lustig, Hoffmann. Ich weiß nicht, wo wir das hatten, aber hier der Manuel Maggio. Ich weiß nicht, ob du den kennst, von Voluntaristen. Ne, ich kenne Hans-Hermann Hoffmann. Also Hans-Hermann Hoppe. Hoffmann. Achso, Hauptmann. wie dem auch sei, Manuel Maggio bekommt mittlerweile Briefe von irgendwie einem Silvio Hoffmann oder so,
Der hat eine sehr schöne Handschrift, schreibt aber abstrusen Kram irgendwie teilweise und klebt cool. irgendwie, der hat Siegel auf seinem Briefumschlag und so. Wilder Typ. Also Hoffmann scheint irgendwie ein bisschen komisch zu sein, irgendwie schon so ein bisschen reichsbürgermäßig alles so. Ich habe tatsächlich auch ein Briefsiegel und dazugehöriges Wachs. Geil. Das ist allerdings, mag es kaum zugeben, nein, das gehört meinen Kindern. Das ist, das gehört zu einem Harry Potter Schreibset. Geil. Ich fand die Feder so cool, Alter. Aber grundsätzlich so ein Siegel, ey, keine Ahnung, wenn du Post an Behörden schreiben musst oder so, ich würde mir halt den Gag draus machen und wirklich ein Siegel drauf machen oder so ein Scheiß. Ja. Damit die direkt denken, was ist das denn für ein Typ? Ey? Leute, Alter, bald im Harlechen Fanshop, Steuern sind drauf, Briefsiegel. Oh, für alle Behördenbriefe. Oder die Getzen-Schlange quasi, die Klapperschlange. Oder vielleicht dieses Anarchie-A oder so. Ey, Digga, wir brauchen Siegel. Ja, wir brauchen Siegel. Weil wir noch so viele Briefe schreiben. Oh, die junge Generation mit dem Siegel, ja. Die E-Mails versiegeln, indem sie ihre Desktop-Laptops... So, jetzt aber nochmal zurück zum Ernst der Sache. Hier haben wir zum zweiten Mal literaturpreis.info. Da werde ich meinen Beitrag hinschicken. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Du sagtest, wir verlangen. Ach so, ihr verlangt 50.000 Worte, ne? 50.000 nee, Worte? 10 bis 50.000, glaube ich. Das ist aber eine große Spanne. Ich habe mir jetzt nur 50.000 aufgeschrieben. Nachher hätte ich wieder Unfug dazu geschrieben, damit sich das... Du kannst dir auch mal die Länge der bisherigen Siegertexte angucken. Nö, mache ich nicht. Die werden, glaube ich, keine 50.000 sein, weiß ich gar nicht. Das verunsichert mich nur. Ich bin damals fucking 8 Stunden nach Usedom gefahren. War damals noch im Januar, also nicht besser als November. Ja, ich war auf Usedom, da hatten wir unsere wie heißt das, Alter? Irgend so eine Fleischausbildung in der Lehre. Und das war mitten im Hochsommer. Das war göttlich, Alter. So. Ja. Literatur.info, zwischen 10.000 und 50.000 Worten. Für alle Ü30, da würde ich auch meinen Kram einsenden. Auch hier möchte ich wirklich vom Herzen animieren. Ich kriege dafür kein Geld. Unbasiert kriegst du dafür Geld? Ja, ich bin ja in der Redaktion 3 Tage, aber also ich kriege da jetzt kein Geld für, dass ich die Werbung mache. Oder. Ja, dennoch, Ambitionen werden immer gebraucht und gibt ja genug Leute, die clever genug sind, eben nicht so dumm wie ich und unbasiert zu sein und ihr Gesicht in die Kamera zu halten und ihren Ruf auf ewig zu schädigen. Kann man anonym schreiben oder muss man klar haben? Müsste ich nochmal nachfragen. Also, Jasmin hat unter Pseudonym geschrieben, aber hat das nachher freigegeben. Also, theoretisch ist es möglich, unter Pseudonym zu schreiben. Seht ihr, ihr könnt also auch unter einem Pseudonym. Aber es wird halt gerne gesehen, wenn auch Gesicht und Name, ja. Ne? Seriosität halt. Ne? Das verstehe ich schon, ja. Aber. Nichtsdestotrotz, viel Traffic macht viel Aufmerksamkeit und ja, vielleicht entdeckt ihr ja Talente, die bis dato unentdeckt waren. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, denn die Schule ist nicht dafür bekannt, eure Talente nach außen zu kehren, sondern eher sie in ein dunkles... Und ich glaube, dass sogar alle Einsender, wenn ich mich jetzt nicht täusche, jeder eingesandte Aufsatz wird zusätzlich auch mit einem elektronischen EF-Schnupper-Abo, 3 Monate Zugang zu allen Online-Inhalten, belohnt. Und da könnt ihr dann sogar, wenn ihr das Schnupper-Abo habt, könnt ihr euch alle vergangenen Ausgaben sogar noch runterladen. Also allein dafür lohnt es sich, was einzuschicken. Also. Okay. Ja. Azubi, wir verabschieden uns gerade, aber schön, dass du mal wieder da bist. Ich habe dich schon eine ganze Weile nicht gesehen. Ich weiß nicht, was da bei dir los ist. Hat netto die Überstunden aufgebrummt, Alter. Wannsee-Konferenz 2.0. Ja. Das wäre jetzt dann 3.0. Das wäre jetzt 3.0. Da werden Literaturbeiträge eingereicht und das ist quasi wie 6 Millionen Juden zu töten. Das weiß jeder. Boah, Alter. Zu doll. Ich find das immer, hier Konava, der haut ja auch immer so Dinger raus. Ne? Einfach, der wohnt in den USA, der wohnt in Texas so. Was soll dem der deutsche Staat? So, du wohnst in Bulgarien, was soll dir der deutsche Staat? So, ich denke mir dann jedes Mal so, heilige Scheiße, mitgehangen, mitgefangen hier, oder was?
Ich habe gestern, ich habe ja einen guten Kumpel, der jüdischen Glaubens ist und ich respektiere den auch. Mhm. Ne? Der kommt halt eher aus dem Konservativen und der sagte mal zu, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, ah Sascha, du bist ein Fundamentalist und so. Und dann habe ich ihm gesagt, Freiheit ist halt kein Verhandlungsgut. So. Es gibt kein halbfrei. So entweder frei ja. oder unfrei. So. Ja. Und dann gestern nach dem Space, er war dann irgendwann rausgegangen, hat er in einer Gruppe, in der ich auch drin bin, hat er dann nochmal gepostet, Umgang mit Fundamentalisten. So, um mich so ein bisschen zu foppen. Ich glaube nicht, dass er wirklich sauer auf mich ist. Dann habe ich einen Tweet verfasst, auf dem ich geschrieben habe, wenn Moses für sein Volk nur ein, wenn Moses Etatist gewesen wäre, hätte er für sein Volk weniger Peitschenhiebe gefordert. Halt, ja, genau. Statt sie halt zu befreien. Ja. Und ich hätte natürlich auch auf den Holocaust, ich greife eigentlich ungern auf den Holocaust zu, nur Wannsee-Konferenz ist ja nicht mein Vergleich, der kommt von Korrektiv, Alter. Eben, ja. Ja. Das darf nicht vergessen werden. Und das ist der Punkt. So. Freiheit ist eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Alles mit Freiheit. Ja. Freedom of Speech ebenso. Ja. Du kannst nicht ein bisschen Redefreiheit haben. Entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Ja. So. Und mit dieser unglaublichen tiefen Einsicht in meine Seele und Intelligenz überlasse ich natürlich erstmal unbasiert das letzte Wort. Ich glaube, wir haben reichlich geworben. Denkt an den grünen Donnerstag, obwohl der Tisch rot sein wird. Ja. Und Bitcoin orange ist und nicht mal Euro grün ist. 200 sind grün, ne? Ja, so viel Geld habe ich gar nicht. Gibt's die noch? Ich glaube, den 500er, da haben sie ausgemerzt. Ja, den haben sie ausgemerzt, aber ich meine den 200er auch, oder? Ist der auch schon weg? Ist der schon, ich weiß nicht, ich zahle nicht mit Euro. Ja, ich schon. Ich glaube, ich habe keinen 200er. Der 100er ist doch irgendwie so gelb-grün, oder? Ich glaube, der 100er ist ziemlich gelb. Ich werde jetzt nachgucken. Eigentlich ziemlich gelb, ja. Ich werde mal gucken, ob die Euro aussieht. Wollen wir gerade die Sendung beenden und haben schon wieder ein neues Thema. Ja, weil keiner weiß. Weil, dann haue ich meine letzten Worte raus. Bilder. Ja, macht's gut. Das war's. Okay. Pass auf, also... Ja, nee, der 100er ist grün. Der 100er ist grün und der 200er ist gelb. Der war gelb. Da noch, ja. Aber ja. Gibt's doch nicht mehr, oder? 200er wurde also auch. Hier auf dem Bild gibt's den noch und der 500er ist hier schon ausgemerzt. Aha. So, ich verstehe auch den Aspekt nicht so. Bezahle ich jetzt mal sehen, weniger... Ja. Bezahle ich jetzt weniger Schwarzgeld, wenn ich dir 500er gebe, statt ein 500er? Was? Ah! Naja... Ja. Harlekin, du wohnst doch in Bulgarien, oder? Yes, sir. Wie sieht es da mit Stromkosten aus? Angenehm. Interessante Frage. Ja, ist wirklich angenehm. Was zahle ich, Alter? Im Monat 30 für 4-Personen-Haushalt? Ja. Ist gut. Ist in Ordnung, ja. Ich habe letztes Jahr aber noch eine Nachzahlung. Über Wasser, über Heizung oder über Ich habe Boilers. Ah, ja. Hier muss ich aber auch sagen, auf dem Gebäude sind ganz viele von diesen Solarthermen drauf, okay. Für Warmwasser. Ist halt ein Hochhaus. Bei mir ist halt Warmwasser der Kostentreiber. Ich habe alles über Durchlauferhitzer und... War bei uns in Deutschland auch so. Ich war schon kurz davor, so einen Metalltank über meinen Holzofen zu hängen, so das Wasser zu erhitzen. Ich habe schon mal über einen wassergeführten Holzofen nachgedacht. Gibt es ja. Ja. Aber die Umrüstungskosten, da brauchst du auch einen Tank und dies und das und Zirkulation und bla. Und ist eine Kernsanierung am Ende, wenn du es richtig machst. Ja. Gut, wissen wir, wie Euro aussieht? Wissen wir ungefähr, was Strom in Bulgarien? Bulgarien hat den Strom noch nicht erfunden. Bulgarien ist übrigens, oder die älteste auf europäischem Boden gefundene Zivilisation ist bulgarischer Natur. Also der älteste Mensch, also der längsten tote Mensch, den man in Europa gefunden hat, wurde hier in Bulgarien gefunden. Mhm. Und letztens habe ich übrigens Bericht gelesen, dass sie hier einen Riesen gefunden haben um die Ecke. Ich war da, da ist gar kein Riese. Ich war aber sowieso mit dem Hund unterwegs, deshalb. Ja. Sind am Bitcoin-Mining interessiert? Vielleicht ist Bulgarien ja attraktiv. Kannst du den Preis pro Kilowattstunde, wirst du wahrscheinlich googeln können. Mhm. Aber also die meisten machen es ja eher so,
wo es ein bisschen kälter ist, wenn du es jetzt im großen Stil machen willst. Meine Frau zeigt gerade 9. 9 Cent. 9 Cent die Kilowattstunde? Meine Frau nickt. Anscheinend 9 Cent die Kilowattstunde. Aber in der Regel ist ja wegen der Serverkühlerei, machen sie es ja eher da, wo es kalt ist. Hier wirst du halt viel Strom brauchen, um ja, zumindest im Sommer die Kälte aufrechtzuerhalten. Außer du baust das in so einer Unterwasserkuppel, wo dann wieder die Baukosten sehr hoch sind. Ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Umbasiert, deine letzten Worte. Ja, die habe ich schon. Macht's gut. Ja. Ja, macht's besser und tschüss, ihr Betrüger. Bis zum Morgen. Morgen diskutiere ich mit einem Lefty, einem übelsten Lefty, über gibt's Hochkultur in der Anarchie. Wir alle wissen, dass dem so ist. Und morgen werde ich ihm erzählen und er wird so tun, als würde er es nicht verstehen. Aber ich mag ihn. Schon weil er sich dem Gespräch stellt, aber ich mag ihn auch so. Finde ich auch geil. Ist ein feiner Kerl. Wir hatten ihn schon mal hier. Und Support dafür. Tschüss, ihr Betrüger.